Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel von Mesh unter Messer. Nachdem wir in der letzten Folge ja mit dem Kinofilm losgelegt haben, geht's heute endlich an die Serie. Und wir sind heute... Ja, wer sind wir denn heute eigentlich? Stellt euch mal vor, Mannschaft. Ja, hallo, hier ist wieder der Sven, wie auch im Piloten schon. Und ja, ich bin sehr gespannt, das wird, glaube ich, super heute. Und hier ist die Dela, mich kennt ihr auch schon aus der Nullnummer. Und alles wie immer, ich freue mich auf diese Folge. Ja, ich bin die Alex und ich bin immer noch die gleiche, die ich das letzte Mal auch schon war, glaube ich. Ja, ich bin der Gregor und ich freue mich einfach mal über Mesh zu reden mit Leuten. Aus welchen Formaten kennt man dich normalerweise? Du bist ja jetzt das erste Mal dabei. Ah ja, ja, mache so ein paar, ich rede viel über Serien aus den 90ern, ehrlich gesagt. Nerd und Krempel mache ich einen Podcast mit einem Kumpel. Die Lone Gunman Show, rede ich über Akte X. Der Graue Rat, der Babylon 5 Podcast, bin ich dabei. Und Hotel Hyperion, der Angel Podcast. Also wer Buffy kennt, Angel, das so. Also ich rede, wie gesagt, viel über 90er Jahre Sachen. Okay. Dann kommst du jetzt mit uns in die 70er. Ja. Dann ist er wenigstens nicht in jede Frau verliebt. Ja, das ist von der Sache her ja auch ein 90er-Jahre-Ding, also von der Ausstrahlung her. Stimmt, so ja. In Deutschland. Ja. Ja, ich bin Raphael, mich kennt ihr auch noch aus der Pilotfolge. Ich freue mich auch auf die Folge und bin aber dafür auch traurig, weil ich habe meinen Gin in der Praxis stehen lassen. Scheiße. Das Leben ist mal wieder ginlos. Mhm. Oh ja. Ja, ich trage wieder einen Bademantel und habe einen Martini am Mann. Also ich bin euch allen überlegen, was zumindest das angeht. Definitiv, ja. Muss ich dir leider zustimmen. Und ich bin Flo und ich bin der Colonel für heute Abend. Also Ruhe im Haufen. Also wenn du so bist wie Henry, hört eh kein Schwein auf dich. Ja. Genau, bis auf Raider. Wenn der Raider dann schreit, dann klappt's. Ja, aber Raider weiß sowieso vorher schon, was ich sagen will. Ja, und du hast ein Abiturzeugnis hängen, aber ein ziemlich schlechtes. Da reden wir nicht drüber. Reden wir doch lieber über Mobiles Armee-Chirurgie-Hospital, wie der deutsche Titel ist. Danke, das wollte ich auch sagen, mit SCH. Ja, man muss es halt irgendwie auf Deutsch irgendwie hinkriegen. Im Original heißt es schlicht und einfach Pilot. Und diese wundervolle Folge wurde ursprünglich am 17. September 1972 ausgestrahlt. Es ist die erste von 256 Episoden. Also Leute, ihr habt noch viel vor euch. Yeah. Juhu. Also ähnlich langes Projekt wie wir. Und wir. Alle von uns. Ja, alle von uns. Projekte für die Ewigkeit. Ist doch schön. So weiß man wenigstens, was man zu tun hat. Das stimmt. Ja. Man muss Ziele haben. Das hier wird definitiv länger dauern als der Krieg. Hoffentlich. Ja. Hat die Serie ja auch. Erheblich länger. Ja. Laut Serie ist es Korea 1950, zumindest hier im Pilotfilm, das ändert sich später. Und wir starten in einer Handlung, die so ähnlich auch schon im Film vorgekommen ist. Der koreanische Houseboy Ho-John soll nach Amerika an Hawkeyes Schule gehen, um dort zu lernen. Und dazu brauchen sie Geld. Und dazu verlosen sie Tickets für ein Wochenende mit einer Schwester in Tokio. Und Burns und Hot Lips sind dagegen und ja. Was ist nicht irgendeine Schwester? Nein, das ist eine ganz besondere Schwester. Mhm. Die kennen wir auch nämlich schon aus dem Kinofilm. Lieutenant Dish. Mhm. Hot Dish. Gespielt von Karen Phillips. Und sie war geplant als regulärer weiblicher Charakter, weil da gibt es ja bis jetzt nur Hot Lips. Das hat nicht so ganz geklappt. Sie taucht nur in dieser und in einer weiteren Folge auf. Schade. Was echt schade ist. Mm. Oh ja. Ja, ja, gerade zu den Anfangsjahren einen positiven weiblichen Charakter, das wäre schon ganz lustig gewesen. Mm. Ja, was ich auch toll fand, ist, es wird ja direkt mit der ersten Folge etwas eingeführt, was ja ein wiederkehrendes Element ist, die Briefe von Hawkeye an seinen Vater. Richtig. Ja. Was ich auch echt im Laufe der Serie immer wieder ein richtig schönes Element finde. Ja. Mhm.
Absolut. Ja, was ja zu dem Zeitpunkt, wo die Serie spielt und auch, ich sag mal, bis jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache war. Ich meine, Briefe waren so ziemlich der einzige Weg, Kontakt nach Hause zu halten. Telefonieren, das werden wir auch noch in diversen Folgen sehen, ist schwierig und kommt echt nur selten vor. Und ja, von daher, die Briefe spielen da natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch in der, haben eine ganz wichtige Rolle in der Realität gespielt. War ja auch immer so eine Art Interaktion auch mit dem Zuschauer halt, ne? Genau. War es ja auch gerichtet dadurch. Ja, und dadurch haben sie auch was Wunderbares geschafft. Einmal durch den Brief und einfach die, was sie mit diesen paar aneinander geschnittenen Szenen am Anfang geschafft haben. Sie haben es gepackt, eigentlich die ersten Minuten voll mit Exposé zu packen, ohne dass es negativ auffällt. Ja, da sind wir bei was anderem, was selten vorkommt, nämlich eigentlich gar nicht mehr, dieser Anfang. Wir kriegen ja nicht einfach nur die Titelmusik, wir kriegen ja so. Es ist kein Cold Open, es ist ja einfach eine verlängerte Titelsequenz. Ja. Die Figuren werden ein bisschen gezeigt und dann kommen die Hubschrauber. Ja, diese paar Minuten, wo du nur ein paar Szenen siehst, die fassen die Charaktere so toll zusammen. Und dadurch, dass Hawkeye halt wirklich an seinen Vater schreibt und das erklärt, du hast eigentlich, erfährst alles, was du brauchst. Genau, und du siehst halt auch tatsächlich schon einerseits die alltäglichen Wahnsinnsseiten und den Spaß in diesem Camp und die Dinge, die so an kruden Dingen passieren, aber gleichzeitig hast du halt auch immer diese Regulierung wieder eben durch diese Geschichte mit den Hubschraubern, dass dann ganz schnell wieder umgeschaltet wird. Das heißt, wir werden hier schon sehr gut auch auf die emotionale Berg- und Talfahrt innerhalb der Serie vorbereitet, finde ich. Also dieses Intro als erste Folge fand ich richtig klasse. Das ist das, was dich die Jahre später immer wieder begleitet. Das taucht ja, Elemente daraus sind ja, ist ja das Standard-Intro im Prinzip. Ja, wenn man sich dann noch überlegt, dass wir im Prinzip nur eine 25-Minuten-Pilotfolge haben, in der alle Charaktere vorgestellt werden, diese super Sequenz mit dem Intro am Anfang ist und die ja auch dazu noch richtig viel Handlung hat. Ja, ja. Ja, Respekt, also toll. Das in so kurzer Zeit zu kriegen, das ist schon echt ein Ding, ja. Ja, es wirkt auch null aufgesetzt. Nee, und die Figuren kommen sympathischer, realer und ja, es kommt einfach besser rüber als im Kinofilm von Anfang an. Man weiß direkt, was für Figuren das sind und nicht, man hat drei Figuren, die sich durch ihren Bart unterscheiden. Ja. Genau. Ja. Oh, aber wo wir gerade über Unterscheidungsmerkmale reden, was ja in dieser Szene das erste Mal und auch eines der wenigen Male überhaupt auftaucht, ist ja dieser kurze Blick auf Raiders Hand. Und hier wird ja tatsächlich gezeigt, dass Raider eigentlich eine Behinderung hat. Ja. Die ja meines Wissens auch tatsächlich der Schauspieler auch wirklich hat, ne? Er hat er auch. Er hat eine verkrüppelte Hand. Und das, muss ich sagen, fand ich sehr beachtlich. Ich meine, wenn wir überlegen, guckt euch mal in der heutigen Fernseh- und Filmwelt so um, fällt euch eine Szene ein mit irgendjemandem, wo tatsächlich ein behinderter Mensch eine Behinderung darstellt. Auch wenn das hier unter den Tisch fällt. Aber wenn ich überlege, zu welcher Zeit das gedreht ist und zu welcher Zeit das spielt, finde ich das tatsächlich beachtlich, dass man das so gecastet hat vor allem. Da muss ich allerdings sagen, der Charakter im Buch hatte das nie. Es war nie festgelegt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist mir, bis das mal jemand erwähnt hat, ist mir das nie aufgefallen. Ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, bis ich das eben erwähnt habe, wusste ich das. Also das ist so, also es ist, wie du schon sagst, es ist schon beeindruckend, aber es ist auch nie so der Selbstzweck gewesen. Nein, überhaupt nicht. Und das finde ich auch so cool daran. Ja, sie haben es meistens aber auch sehr gut verdeckt. Also sie haben sich mal, wenn du da mal in den späteren Staffeln drauf achtest, haben sie eigentlich schon sehr gut versucht, das immer so vom Kamerawinkel so zu halten, dass du es nicht siehst. Zum Beispiel tatsächlich auch oft erwähnt, du bist besiegt worden von jemandem, der nur 4 Zehen hat und solche Späße. Also sie nehmen da schon ab und zu mal Referenz drauf. Ja, habe ich jetzt nicht so darauf bezogen, aber kann man ja. Es ist aber nicht als Plotpoint, sonst werden ja oft Leute mit Behinderung für irgendwas gecastet, das ist wirklich in der Handlung, als Charakter eigentlich. Ja, meistens werden ja nicht mal Leute mit Behinderung gecastet, meistens sind es ja gesunde Leute, die Behinderungen spielen. Deswegen finde ich das auch schon ganz schön. Und er ist ja auch der Einzige, der tatsächlich vom Film auch rübergekommen ist. Wir mochten ihn ja da schon und ich mag Raider auch weiterhin noch. Also er macht das richtig klasse. Ja. Zweitliebster Charakter nach Father McKay.
der ja in dieser Folge komisch aussieht irgendwie im Verhältnis zu den danach, oder? Der in der nächsten Folge dann plötzlich besser aussieht, ja. Ja, ab der nächsten Folge sieht er so aus, wie man ihn kennt. Aber in der Folge sieht er wirklich komisch aus. Ja, da sieht er wirklich aus so wie so der Klischee-Ire und der auch gerne mal ein bisschen mehr trinkt. Ja, genau. Ja, ich fand nur sein Gesicht so schön, als er da mal ein Glas von den Selbstgenippten nimmt. Gehen ja die Augen über. Es gibt drei Charaktere in dieser Folge, die auch in der letzten Folge wieder auftauchen, aber nur zwei Schauspieler. Also es sind klar Hawkeye und Hot Lips und Father McKay, aber der wird hier gespielt von George Morgan. Die einzige Folge, in der er das spielt, und beim nächsten Auftritt in Folge 3 wird er schon von William Christopher gespielt. Der das, glaube ich, auch besser macht. Ja, definitiv. Ja. Wo du gerade Hot Lips erwähnst, ich habe hier noch so einen Fun-Fact, den ich sonst nirgendwo unterkriege, deswegen gerätsche ich damit jetzt einfach mal rein. Mir ist die Tage auf Twitter die Hot Lips Flower zugeflogen. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Es gibt aber in der Tat eine Blume, die so einen, ja, ich weiß nicht, Apparat ausbildet. Ich weiß, ob es Blätter sind oder was das ist, was wirklich aussieht wie so zwei super rote Lippen. Also googelt mal Hot Lips Flower. Das ist echt der Hit. Ja, hat aber nichts mit irgendwas zu tun, außer dem Namen, aber läuft. Aber was auch hier ist, die reagieren ja ganz überrascht, als der General sie Hot Lips nennt. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Sehr schön. Aber schöne Einführung des Spitznamens im Gegensatz zum Film. Also die Serie macht halt eigentlich alles besser als der Film, ja? Ja, ja, das sehe ich genauso. Im Gegensatz zum Film ist das halt irgendwie so eine Reminiszenz an ihre ganzen wilden Kontakte quer durch die Army, mit denen sie den Sumpfbewohnern, wie ich sie hier in meinen Notizen mal zusammengefasst habe, ja auch immer wieder das Leben schwer macht. Ja. Ihre Versessenheit an den Army-Prinzipien, aber man, in der Folge sieht man wieder, sie ist Macht, macht sie geil. Ja. Erstmal der General und ihr Blick in der späteren Folge, da fällt mir dann auch nochmal auf, oder die Box-Folge, die dritte, die wir später noch besprechen, da kriegt man das auch wieder so extrem mit, aber da, in dieser Folge werden so herrlich viele Grundsteine gelegt, nicht mal einer halben Stunde. Wobei man auch sagen muss, es gibt einige Grundsteine, die gelegt werden, die einfach liegen bleiben. Wir hatten eben schon den Sumpf angesprochen. Da haben wir außer Hawkeye und Trapper und Frank nämlich noch einen Bewohner, was auch üblich war. Genau, wie im Film auch Spearchucker. Irgendwann haben die Macher der Serie dann aber gehört, es gab keine dunkelhäutigen Chirurgen in Korea, was nicht ganz korrekt ist, aber im Großen und Ganzen schon gestimmt hat und deswegen und auch wahrscheinlich, weil es einfach der Charakter nicht wirklich was zu tun hat und nicht so gut angekommen ist, wurde er dann im Laufe der Staffel rausgeschrieben. Ja, der Charakter war ein bisschen, das zeigt mir, das Wortspiel einfach farblos. Ja. Der ist ja auch sang- und klanglos rausgegangen. Es gab ja keinen Abschied, oder? Den hat auch irgendwie keiner vermisst. Ja, der war weg. Genau. Das sind die Ersten, die danach fragen, wahrscheinlich. Und die andere Figur, die wir aus dem Film kennen und die auch farblos war und rausgeschrieben wurde, heißt lustigerweise mit Nachnamen auch Black. Captain John Black, Ugly John. Auch der hat nicht wirklich was zu tun. Auch der fliegt ja ganz schnell leider raus. Wollen wir mal kurz drüber reden? Hattet ihr irgendwelche Lieblingsszenen in dieser Serie? Ich hatte gleich mehrere. Ich weiß, das ist mit Lieblingsszene irgendwie exklusiv, aber ich würde mal anfangen. Und zwar diese fantastische Szene, die, glaube ich, so ähnlich auch im Film war, wo Major Houlihan und Frank Burns die beiden Sumpfbewohner beobachten, wie sie da irgendwie ihrem Paarungstrieb nachgeben. Und Frank dann sagt, these animals, und sich irgendwie an ihrem Hals anfängt. Ja, ganz genau. Das ist gut, ist großartig. Oh, herrlich, ja. Das ist fast wirklich diese Bigotterie dieser Charaktere so schön zusammen. Ja, und vor allem halt schon der Anfang, auch in der Startsequenz, wie gesagt, wie sie da sitzen und Dienstvorschriften oder / die Bibel, was ja für beide eigentlich gleichbedeutend ist, lesen und nebenbei so füßeln und so weiter. Ja. Auch das ist ja schon ein sehr schöner Hint auf diese Scheinheiligkeit. Meine Lieblingsszene ist eher zum Ende hin, weil sie müssen ja für die Party, um mal ein bisschen Story noch reinzugreifen, da will Frank ihn ja in die Kandare fahren. Solange ich jetzt stellvertretender Commander bin, gibt's das nicht. Was machen sie? Sie packen ihn, jagen ihm eine Spritze im Arsch. Genau. Und soll dann alle Stunde eine Beruhigungsspitze kriegen. Und die Szene,
wo Margaret die Spritze verabreichen will, zieht die Hose runter, guckt ihn auf dem nackten Arsch und am nackten Arsch erkennt sie Frank. Ja, wobei das sehr schöne Szene, ja. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, okay, körperliche Unversehrtheit für Frank gibt es auch in der Serie nicht. Ja. Militärgericht, ich höre dich trapsen. Ja, aber wir haben ja hier wieder ganz viele Elemente, die wir auch im Film hatten. Wir haben Ho John, der genauso vorkam. Und wir haben am Ende wieder, dass Hawkeye und Trapper mit allem davonkommen, weil sie so tolle Ärzte sind. Das wird ja auch wirklich so gesagt am Ende dieser Folge. Und das fand ich tatsächlich im Film ein bisschen überzeugender als hier in dieser Episode. Naja, ich muss sagen, aber sie haben das auch selber ausgespielt, weil sie gesagt haben, wir wissen ganz genau, nicht weil wir so tolle Ärzte sind, sondern ihr braucht jeden Arzt. Da sind Soldaten, die nehmen das ein und die hat das ja richtig gesagt. Ja, wenn ihr mich festnimmt, dann werde ich auch nicht operieren. Ganz klare Geschichte, das war einfach pure Erpressung. Dann sterben Leute, ganz genau. Und, ja, und vor allem halt auch die Tatsache, dieses, wir haben überhaupt kein Problem, uns jetzt zu stellen, du kannst uns nachher gerne festnehmen, aber nachher halt erst. Und sie wissen halt schon, dass sie hinterher wahrscheinlich aus der Nummer unbescheidet rauskommen. Wobei sie kommen ja aneinander gekettet wie heißt das Ding, Operationssaal. Ja, genau. Wobei ich frage mich, haben sie diese Handschellen da immer hängen, so für Notfälle, oder haben sie die da gehabt? Man nennt das Notfälle, ja. Also bei den beiden wundert mich nichts, was die irgendwo haben. Standardmäßig in der Jacke. Ist da würde es mich nicht mal wundern, wenn die irgendwas haben, wo hinten Fuchsschwanz dran ist. Ja, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was so alles in meinem Auto und in meinem Rucksack liegt, dann reden wir nicht weiter drüber. Okay. Keine Handschellen. Das hat keine Bedeutung. Handschellen habe ich wie jeder anständige Mensch im Nachttisch. Ja. Was ich hier halt auch wieder an Lieblingsszenen habe, und da ist wieder unser Priester, denn es wird ja diese Auslosung fingiert. Und was ich erstens schön finde, ist, dass tatsächlich Hawkeye sich da nicht selber irgendwie reinfaked, dass er mit der Lieutenant Dish nach Tokio kann, sondern es wird halt so gefaked, dass die Ehre der Frau gewahrt wird, denn sie muss dann laut Auslösung mit dem Priester dorthin. Und der wird ihr ja wohl dann auch nicht irgendwie was tun, was unsittlich ist. Ich mag auch die Reaktion des Priesters. Er freut sich ganz kurz, dann erschreckt er sich und dann freut er sich wieder. Damit haben sie es moralisch halt noch gerettet. Ja, es war noch eine andere Zeit, da hat man Priester noch getraut. Ja, ja. Naja, die Schwester ist ja volljährig. Ein bisschen, also, ist volljährig und eine Frau. Ja. Die Szene war wirklich schön. Ja, aber es ist halt so elegant gelöst, dieses Problem, dieses Moralische, was man da eigentlich mit hat, dass man sie da verlost. Um es jetzt einmal gesagt zu haben, das ist natürlich sexistische Kackscheiße, diese ganze Verlosung, aber immerhin ist in dieser Sequenz Lieutenant Dish damit so weit an Bord, dass sie sagt, naja gut, also für ein paar Tage in Tokio und Urlaub und so weiter bin ich dann zumindest so weit dabei, dass ich mir überlege, dass ich mit der Situation irgendwie klarkomme. Genau. Sie vermutet ja auch, dass Hawkeye ohnehin gewinnen wird. Richtig. Haben wir das nicht alle gedacht? Also ich hatte, absolut. Ich hatte vergessen, wer da am Ende gewinnt. Ich bin in der Szene nochmal zurückgesprungen und sie schaut ihn erwartungsvoll an, während sie zieht. Er freut sich, weil er ja schon weiß, was passieren wird. Und das auf eine sehr niedliche Weise. Ja, tatsächlich. Und ich glaube, also ich habe wirklich auch nicht damit gerechnet, dass er sich selber reinschummelt. Weil ich glaube, das ist seine. Also er hat ja eine sehr krude moralische Integrität, aber er hat eine. Ja, und natürlich. Er weiß, er würde auch vollkommen gewünscht werden, wenn er jetzt für seinen Foundraiser sich dann auch noch selber die Belohnung verschaffen würde. Ja, also aber sie ist trotzdem davon ausgegangen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja. Ich denke, das war wirklich keine Moral von ihm, sondern einfach eiskalte Berechnung, dass ich gesagt habe, okay, also damit komme ich nicht davon, wenn ich da jetzt zufällig gezogen werde, das läuft nicht. Ja, fiel doch auch irgendwie der Satz, wenn du das ziehst, dann darfst du dich schon mal dem Lynchkommando stellen. Genau. Ist euch auch aufgefallen, dass zumindest im englischen Original, im Deutschen ist es ein bisschen schlecht übersetzt, dass eins der Tickets für den Painless Pole reserviert wird, den wir aus dem Film kennen. Nee. Aber er wird nie wieder auftauchen. Auch er taucht nie wieder auf, genau. Oh.
Aber wo du gerade das Stichwort gesagt hast mit schlechter Übersetzung. Ich finde ja normalerweise die deutsche Übersetzung echt in großen Teilen ziemlich gut. Aber es gibt zum Beispiel diese Szene, wo dann Hawkeye mit dem General da konfrontiert wird das erste Mal. Und er sagt dann halt, was glauben Sie, was dieser scheiß Stern bedeutet? Und im Deutschen ist die Antwort, Sie haben eine Sternwarte. Und im Englischen ist es Your Tinkerbell. Also da fand ich die englische Fassung richtig unterhaltsam. Okay, die englische ist definitiv besser. Ja. Wer von euch hat die Serie denn auf Englisch geguckt und wer auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich hab sie auf Englisch geguckt und bin aber zu einzelnen Szenen auf Dailymotion läuft, habe sie das Ding, zumindest die erste Staffel. Und ich hab's auf Englisch geguckt. Aber auch was uns nach diesem Pilotfilm nie wieder begegnen wird, die Originaldistille. Oh ja. Das war ja echt eher ein trauriges Gerät. Also ja. Ein Stück realistischer wahrscheinlich sogar als das, was da am Ende steht. Aber Nicht unbedingt. Die andere wird auch so funktionieren, aber... Aber ohnehin sieht der Sumpf noch ganz anders aus, als er später aussehen wird. Wobei die Szene, wo die Distille runtergeschmissen wird, verstehe ich nicht. Sie erschrecken sich vor dem Geräusch und ich dachte, jetzt lässt das ohne Absicht fallen, aber sie kommen zur Ruhe, danach lässt er es fallen und er tut trotzdem so, als wäre es keine Absicht gewesen. Frank ist ein Trottel. Ja, definitiv. Er ist nicht nur ein Frettchen-Gesicht, er hat auch die Koordination eines Frettchens. Ja. Aber nur muss nicht echt den sagen, Charme. Larry Linville hat das großartig gespielt. Ja, auf jeden Fall. Wirklich absolut toll. Sagen wir so, das war die Art und Weise, wie man eine Slapstick-Szene aus einem Schwarz-Weiß-Film erwarten würde, aber. Und das ist so eine arme Sau, der wurde immer mit seiner Rolle gleichgesetzt. Dabei soll er ein unglaublich sympathischer Mann gewesen sein. Genau, ja. Und ihn lange verfolgt. Was mir ja noch interessant erscheint, oder was wir vielleicht auch mal reden sollten, wir haben hier auch ein paar inhaltliche Fehler in der Folge. Denn einerseits wird zum Beispiel im Laufe der Serie etabliert, dass die Hubschrauber generell nachts nicht beziehungsweise nur schlecht fliegen können. Aber der Hammond kommt halt tatsächlich nachts im Hubschrauber an. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens, die Hubschrauber, in denen Henry nach Seoul fliegt und der General zurückkommt, sind beides Modelle, die es zu der Zeit noch gar nicht gab. Genau. Außerdem, habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt. Außerdem sind Bettpfannen keine richtigen Helme. Ja, das stimmt. Nein, also Bettpfannen sind Multifunktionsgeräte. Das werden wir ja auch noch öfters lernen. Ja, kann man für alles gebrauchen. Nein, es wird ja auch angegeben, dass die Serie hier Korea 1950 spielt. Das ändert sich schon ab der zweiten Folge, da wird es auf 51 verlegt. Und 1950 gab es diese Art von Mesh an diesem Ort nämlich noch überhaupt nicht. Und es gibt noch eine Sache, die von vielen als Anachronismus gesehen wurde. Bei der Party trägt nämlich jemand einen Helm, der aussieht wie Darth Vader. Stimmt aber nicht. Ein Samurai-Helm. Genau. Und zwar auf diesem Helm basiert die Maske von Darth Vader. Ernsthaft? Ja, eben. Genau, aber es ist ein klassischer Samurai-Helm. Hm. Ich habe noch so ein paar Zitate rausgeschrieben, die ich irgendwie noch unterbringen möchte. Bin ich sehr dafür. Gerne. Also zum einen, ich habe es hier auf Deutsch aufgeschrieben, obwohl ich es auf Englisch geguckt habe. Wieso traue ich euch nicht? Weil wir nicht vertrauenswürdig sind. Ja, korrekt. Stimmt. Ja, und ich habe schlechte Nachrichten von meiner Frau. Sie liebt mich immer noch. Auch eine wundervolle Szene. Meine Frau glaubt immer noch, dass ich nur einberufen wurde, um fremd zu gehen. Ja, hat sie nicht recht? Ja, aber wer weiß sie das? Ich habe es nicht genau rausgeschrieben, aber den Anfang, wo die, wo Hawkeye und die Lady in die Szene so nach Szene haben, da kommt drin vor, ich versuche treu zu sein. Ja, genau, wo Hawkeye ihr so nachstellt und genau. Ja. Ich habe so gefeiert, als er aus ihrem Seesack rauskommt. Ja, großartig. Ja. Aber auch aus der Kiste ist super. Ja. Ja, ich meine auf der anderen Seite natürlich wieder, hey, nachstellen ist nicht lustig, Jungs. Also lasst sowas. Naja, nein. Also wenn sie so reagiert, ist das Flirten. Oh, genau, das ist die kokettiert damit schon ganz sie schön. Ist ja, sie ist ja jetzt auch nicht völlig abgeneigt. Eben, also wenn sie sagen würde, lass das, dann würde ich sagen, nee, das macht man nicht. Aber
Aber so, lass das! Da ist auch tatsächlich so eine Chemie zwischen den beiden. Es ist tatsächlich schade, dass sie nicht öfter auftaucht. Ja. Und dann habe ich noch eins. Ach, weißt du, irgendwann machen wir das. Irgendwann laden wir diese ganzen Idioten vom Norden und vom Süden zu einer Cocktailparty ein und der Letzte, der noch steht, hat den Krieg gewonnen. Was die beste Lösung gewesen wäre, dieses Konflikt. Ja. Oder generell aller Konflikte. Genau, da hätte es vielleicht ein paar ausgepumpte Mägen gegeben, aber das ist ja nur besser als das, was jetzt passiert. Vor allem, weil Asiaten meistens mehr Probleme haben, Alkohol abzubauen. Yay. Ist ja schnell gegangen. Denen fehlt ein Enzym, den meisten. Ich habe da noch diesen wunderbaren Satz, those two are ruining this war. Das ist dieser schöne Krieg, also es ist eine Sauerei. Das fasst wirklich ihren Charakterfehler sehr, sehr schön zusammen. Ja, aber noch was anderes, was ich sehr schön finde, was sich leider ändert. Irgendwann, Raider ist anfangs noch so ein kleines, verdorbenes, perverses, flinkes Wiesel, so ein kleiner Möchtegern-Halunke. Oh, das kommt aber auch noch oft vor. Ja, aber später ist er eher der Brave, der immer total verschüchtert ist. Dieser Raider würde noch abgehen, wenn er mit einer Schwester irgendwo hingehen würde. Und später wüsste er nicht, was er damit anfangen soll. Das finde ich so ein bisschen schade, weil anfangs ist er so wirklich so ein kleiner, so ein kleiner Möchtegern-Straßengangster, denke ich immer so ein. Naja, da widerspreche ich dir aber wirklich, Ray. Das ist für mich so ein Ding. Er hat so Phasen. Manchmal ist er wieder das kleine, schüchterne Kind. Und gelegentlich hat er dann halt wieder mal einen Geistesblitz und Na, ich spreche ihn ja nicht seine Geistesblitze ab, sondern seinen Charakter. Ich weiß, aber es kommt zum Beispiel später eine Szene, wo er wo alle befürchten, dass sie sterben werden, zum Beispiel. Und da ist er doch recht frisch, die kleine Schwester mit ins Zelt zu holen. Also ja, okay, wenn sie anfangen haben zu sterben, dann macht man vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber ja. Er ist zum Schluss ist er wirklich eher diese Unschuld vom Lande. Ja, genau. Ja, das stimmt. Die haben wirklich im Laufe der Staffeln, Raider war ja 8 Staffeln lang dabei. Die ersten 4 ist er noch so ein bisschen wilder, er trinkt, er raucht, er spielt, er flirtet auch mal ein bisschen. Und später wird er halt in die Zelte. Genau, und später wird er tatsächlich immer unschuldiger. So hat sich der Charakter dann doch entwickelt. Wie findet ihr denn die Figur der Nocco McCarthy? Und wenn ihr jetzt fragt, wer ist das? Dann habt ihr genau recht. Eine Frage gewesen. Ja. Meinst du die schwarze Krankenschwester? Also nein, ich hätte eigentlich gesagt, hä? Es ist ein Captain Bridget Nocco McCarthy. Eine Figur, die scheinbar auch im MASH-Film aufgetaucht ist, ich kann mich auch nicht erinnern. What? Steht auch hier im Abspann. Das Problem ist nur, alle ihre tatsächlichen Szenen wurden rausgeschnitten. Sie muss mal einmal kurz im OP zu sehen sein und einmal auf der Party zum Schluss und sie ist auch nie wieder in einer weiteren Folge aufgetaucht. Oh, das ist ja bitter. Und es war auch so eine Figur, die eigentlich für mehr geplant war. Aber im Abspann. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Aber da müsste man eigentlich mal einen eigenen Podcast drüber machen. Es gibt ganz, ganz viele wirklich coole Figuren, die hinterher komplett aus irgendwelchen Filmen oder so rausgeschnitten worden sind. Ich will es jetzt aber nicht zu sehr derailen. Also mir fallen da einige ein, die dann in so Making-ofs und so erwähnt werden, wo dann irgendwie die eine Szene, die dann Schauspielerin oder Schauspieler am fürchterlichsten fand, im Film geblieben ist und der Rest ist aber komplett rausgefallen. Also, ist echt bitter, wirklich, sowas. Ja. Andererseits, es sind halt einfach völlig verschiedene Szenen oder völlig verschiedene Momente. Also drehen ist halt was völlig anderes als hinterher schneiden. Und wenn hinterher einfach es vom Pacing einfach nicht hinkommt, dann endet es halt auf dem Boden, ja. Und wir haben ja später auch noch das Gegenteil, wo Figuren, die für eine Folge geschaffen wurden, ewig blieben. Klinger zum Beispiel. Ja, Klinger, ja. Aber da kommen wir später drauf. Der Feind ist da. Es ist, ja, das ist super. Aber es ist echt schwierig bei Ensemble-Serien, wo machst du den Cut, wo du sagst, jetzt haben wir genug Figuren. Ne? Ja. Genau. Eine Szene würde ich ganz gerne noch ansprechen und das ist die Tatsache, dass Blake die Party absagen will, aber nicht, weil er ein Paragrafenreiter ist, sondern weil es ihn ankotzt, dass er zu der Zeit gerade unterwegs ist und nicht mitfeuern kann. Passt komplett zu der Figur. Ja. Ein super sympathischer Blake. Ja, und weil er keinen Bock hat, sich mit den beiden Deppen rumzuschlagen, mit Frank und Margaret. Ja. Er ist halt auch faul. Die ganze Szene, wo Henry in den Hubschrauber steigt, Raider die Pässe übergibt, wann hat er denn die unterschrieben, als er gedacht hat, wir würden was anderes unterschreiben? Genau. Und, dann Frank fürs Pückleis.
Ja. Richtig. Und dann Frank ihn in die Parade fährt und die PA den Stein abkriegt, der eigentlich für Frank gedacht war. Großartig. Also das Ding ist von vorne bis hinten großartig. Ja. Ja. Hawkeyes Gesicht, wenn er das Ding aufhebt und so wiegt, denken Sie nicht dran. Klong. Die arme PA-Mensch. Ja. Ja, auch die Durchsagen aus dem Film wieder grandios mit in die Serie übernommen. Ja, auch sehr cool, dass im Abspann im Prinzip genau das gleiche passiert wie im Film, dass also die Leute alle per Ansage dann quasi nochmal gewürdigt werden. Das fand ich einen schönen Tip of the Hat zum Film. Oh ja. Genau. Passt halt zum Pilot, ne? Zum Ende dann nochmal alle vorstellen, ne? Habt ihr denn noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt für diese Folge? Nö. Ich wollte gerade sagen, wir sind auch gerade knapp über die Dauer der Folge hinaus. Ja, das ist ja nicht so schlimm, gerade bei einer Pilotfolge. Wie würdet ihr es denn bewerben? Also ich würde sagen, als fulminanten Einstieg kriegt das Ding von mir 4 von 5 universell einsetzbaren Bettpfannen. Du hast mir mein Bewertungssystem gerade vorweggenommen. Scheiße. Entschuldigung. Ja, ich würde 6 von 10 Handgranaten geben, weil ich wirklich an dem Einstieg und alleine, dass man wirklich innerhalb der ersten Minute alles so komprimiert vorgestellt hat, das fand ich genial. Und alleine deshalb ist die Folge für mich schon hoch zu bewerten. Ich nehme 7 von 10 Hubschraubern, die da so rumfliegen. Ich mochte das auch alles sehr gerne. Ich nehme 7 von 10 blonden Schwestern. Sexistische Kackscheiße. Ja, und ja. Ich gebe auch 7 von 10 gestrichene Charaktere. Es ist eine wundervolle Einführung. Es hat mir erheblich besser gefallen als der Kinofilm. Und ich freue mich richtig darauf, dass es bald weitergeht. Ja, ich würde mal sagen. Oh, Entschuldigung. Ja, bitte? Ich dachte, du bist fertig. Ich hätte gesagt 5 von 6 Ärzten, weil ich es ehrlich gesagt wirklich einen grandiosen Einstieg. Alles echt super vorgestellt worden. Wirklich ein klasse Pilotfilm. Also man kann mit den Figuren viel besser Verbindung aufbauen, als ich im Film jemals die Chance hatte. Und das in 28 Minuten. In 28 Minuten, ja. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und die, liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr in einer Woche bereits. Und bis dahin würde ich sagen, goodbye, farewell und Amen. Genau. Amen. Ciao. Amen. Und herzlich willkommen zur zweiten regulären Folge von Mesh unter Messer, unserem, naja, Buchclub-artigen Podcast, wo wir jedes Mal eine Folge Mesh besprechen. Und wir werden heute über die Folge Angebot, Nachfrage und Prestige reden, wo Hawkeye und, der heißt da noch gar nicht, verdammte Axt, Trapper, versuchen, den Black Market auszublackmarketen. Und darf Henrys Tisch verkaufen. Black Mate, die neue Sorte. Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich habe gerade Mate-Durst, verdammt. Wir lassen uns gerne sponsoren. Also ich lasse mich in Mate bezahlen, ja. In dieser Folge erfahren wir, was Henry so alles bereit ist zu erdulden von seinen 2 Star-Chirurgen und was für coole Gangster es so in Korea mal gab. Und ja, hallo, ich bin der Sven, ich moderiere heute, habe ich gerade erfahren. Und ansonsten haben wir da noch... Hallo Sven. Ja, wir haben noch die Dela, mich kennt ihr auch schon aus den vorhergehenden Folgen.
Ja, ich freue mich drauf. Wird eine coole Folge. Ja, die Alex ist auch wieder da. Ja, der Gregor ist auch wieder am Start. Hi. Ja, der Raphael auch. Er ist eingezogen worden und muss hier sein. Und auch der Flo ist wieder hier. Wundert euch nicht, wir machen das hier in der Reihenfolge, in der wir in unserem Chatprogramm stehen, dementsprechend in der Reihenfolge unserer Nicknames und die sind nicht zwangsweise identisch mit dem, wie wir uns vorstellen. Also nicht wundern, das hat hier alles System, ja? Der Wahnsinn hat System. Der Wahnsinn hat System, ja. Dann bin ich wieder die, die das System sprengt. Ich nehme einfach das Loch, was kommt, aber wahrscheinlich ist es, weil da mein Name stehen sollte oder das so. Das passende Loch, ja. Sagt der Matrose zum Matrosen. Aber wir wollen uns nicht so lange bei der Navy aufhalten, wir gehen jetzt wieder direkt zum Militär. Genau, die Navy kommt in der Serie ja auch ein paar Mal vor, aber nicht in dieser Folge. Von daher. Und eher selten in diesem Kontext. Richtig, ja, worum es so ganz grob geht, habe ich schon gesagt, im Wesentlichen kommt dem Mesh mal wieder eine Lieferung eines wichtigen Medikaments, ich habe den Namen gerade vergessen, hat das jemand gerade auf dem Zettel? Hydrocortison, natürlich. Kommt denen abhanden und ich gucke die DVDs. Übrigens, wie beschissen ist es denn bitte, DVDs zu gucken, ja? Das Ding macht die ganze Zeit Geräusche, man kann die Intros nicht überspringen und irgendwie diese ganze Copyright, wenn du dieses Ding hier klaust, dann bist du ein Verbrecher. Ja. Ich hab's gekauft, deswegen muss ich es mir angucken. Das ist ja das, geklaut, das müsste ich es nicht sehen. Also ich muss es gucken, die es gekauft haben. Also ich gucke das auf der PlayStation oder auf der Xbox. Ich kann das überspringen. Aber niemand überspringt das Intro. Das steht hier unter Strafe. Wenn ich das Intro, okay. Aber dieses, wie hieß es nochmal? Raubkopierer sind auch Diebe. Ja, das ist richtig. Ja, gut, aber das kannst du überspringen. Das musst du überspringen. Ich habe in der Tat zwei DVD-Sätze, einmal die Komplettbox und dann die ersten 6 oder 7 Staffeln so als Einzelboxen. Und bei den ersten 2 Staffeln Einzelboxen kann man zwar das Intro überspringen und ja, das tue ich, hass mich dafür. wenn ich 3 Folgen oder 4 Folgen am Stück gucke, dann überspringe ich auch das Intro. So viel Zeit habe ich einfach nicht, ja. Also Burnout, dafür habe ich keine Zeit. Und dann überspringt man dummerweise aber auch immer die Eröffnungsszene. Das ist also total bescheuert gemacht, ja. Und deswegen hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht erwähnt, wie die beiden vor einem Generalschniepel salutieren. in dem Fall habe ich das Intro vorgespult. Generalschniepel salutieren? Ja, die haben noch die OP und dann guckt er doch einmal wirklich, das ist ein 2-Sterne-General. Und er guckt einmal unter seinen Ding, ja, ganz normal. Und irgendwann später heben sie doch mal hoch und beide salutieren. Ja, stimmt. Das hatte ich einfach nur verdrängt. Da war mein Gedankengang, ist der General dabei unten noch aufgestanden, wie ich es gehört habe. Ah, du bist schon bei der Lieblingsszene. Und nur. Ja, das ist auch meine Lieblingsszene. Dann würde ich doch sagen, gehen wir auch direkt in die Szenen rein. Weil, was ich hier nochmal interessant fand, ist, dass es halt wirklich erstmal ein hohes Tier dort liegt. Das ist eben die Szene, die du gerade beschrieben hast. Und die erste Frage ist, retten wir ihn trotzdem? Na, wenn du drauf bestehst. Ich glaube, das ganze Thema kommt sogar später nochmal auf, wo so ein wilder Fighting General, der also seine Leute da wirklich regelmäßig in den Tod führt. Als Kanonenfutter verwendet, ja, genau. Genau, wo also, als er dann auf dem Tisch liegt, die Frage sogar, ich sag mal, ernsthaft aufkommt. Ja. Zumindest der Gedanke. In diesem Fall ist es ja ganz klar, dass es ein Scherz ist, aber wenn man diese andere Folge, ich habe keine Ahnung, wann die kommt, wahrscheinlich erst die ist relativ zeitnah, müsste so auf jeden Fall in den ersten 10 Folgen. Gut, ich bin noch nicht so weit. Aber auf jeden Fall, wo man dann schon denkt, so, oder wo ich dann schon dachte, hui, hoppla, das Thema kommt ja nochmal wirklich auf. Ja, und was ich halt auch ganz interessant fand hier, ist wirklich diese Tatsache, es werden halt tatsächlich wichtige Medikamente geklaut und man versucht schon mal erstmal offiziell den Dienstweg zu gehen, rennt zu Blake, wir stecken echt unter Scheiße und der einzige Kommentar, da kommt ja, ich kann Unicht machen, macht halt Kragen zu. Ja, das sind Vorgesetzte. Er hat keinen Bock, sich irgendwo mal einzusetzen, der will keinen Stress, der will einfach nur ruhig angeln und seine Zeit rumkriegen. Ja. Gut, sie sorgen ja auch dafür, dass er dann Stress kriegt, aber es bringt ja dann auch letztendlich nichts. Ja,
Sie rufen ja den Vorgesetzten an. Die Frage ist halt, ob Blake wirklich einfach keinen Bock hat oder ob er halt schon weiß, dass es ausgeht wie das Hornberger Schießen. Ne? Ja, der ist einfach resigniert. Also ich glaube, der ist wirklich fertig mit der ganzen Bürokratie und weiß, dass es keinen Sinn hat. Der Bürokratie hat er kein Problem. Er hat ja, glaube ich, auch in der Heimat hat er sich auch um einige Sachen gekümmert. Aber er hat einfach keinen Bock auf diese Army-Bürokratie. Die ist ja noch viel schlimmer. Außerdem hat er einen neuen Schreibtisch gekriegt. Da muss er sich drum kümmern. 100 Euro ist das Eiche? Nein, das ist Eiche. Erratet wie schwer niemals, und teuer was das ist für ein Material ist. Ja, wie schwer und teuer ist es wohl gewesen, das Eiche, Ding da hinzukriegen. Das ist ein wundervoller Gag, weil jeder in dieser Folge, der den Schreibtisch sieht, erkennt sofort, das ist Eiche. Nope, it's Oak. Aber tatsächlich fand ich halt auch wirklich seine Begeisterung für diesen blöden Tisch so niedlich. Wie er ihn halt wirklich streichelt. Das ist so das, was für den Deutschen sein Auto ist. Ich frage mich eher, wie hat er das Ding nach Korea gekriegt? Ja, wie teuer ist das gewesen, das dahin zu bringen? Und vor allem ohne einen Kratzer. Das ist Eiche. Das war nicht so teuer. Er hat einfach das Hydrokortison dafür eingetauscht. Genau, das war das war er selber. Deshalb ist er auch so lethargisch, was das neue Zeug angeht. Ja? Das könnte ja auffallen. Aha. Ja, genau. Ich musste in dieser Szene an die schöne alte Theaterweisheit denken, man legt nicht im ersten Akt eine geladene Waffe auf den Tisch, wenn sie nicht spätestens im dritten Akt losgeht. Ja. Da dachte ich halt, diese Einführung dieses Schreibtisches, da war doch eigentlich schon klar, mit diesem Schreibtisch muss was passieren und nicht nur eine Sache. Ja, ja. Aber dass die ja auch rauskriegen, das ist ja alles mit dem Schwarzmarkt und sich das da versuchen dort zu holen, die fahren wieder mit einem Generals-Jeep los. Und da habe ich mal so gedacht, war das jetzt einfach nur Faulheit, weil die später einen Generals-Jeep hatten und die wollten keinen zweiten lackieren? Oder ist das vielleicht immer noch so eine Reminiszenz an den Film, dass sie diesen Jeep einfach noch behalten haben? Ja, wir haben ihn ja eh. Ich hätte auch gedacht, der ist einfach da geblieben. Ja. Aber ich dachte so, die fahren mit einem Sterne Jeep los. Der Jeep ist ja auch nicht geklaut. Der steht ja da. Richtig. Ist ja nicht weg. Aber umso toller ist es, wie sie draußen parken, in den Laden gehen, rausgehen, weil sie denken, oh Gott, hoffentlich passiert mit dem Auto nichts und es ist schon abgeräumt. Richtig. Und das vor allem ist so toll, wie sich geht es toll. Und als Charlie Lee dann hinterher einfach diesen Vorhang aufmacht und dann sind so zwei Stapel Reifen. Ja, aber auch der Name. Lee nennt mich Charlie. Aber in dieser Szene ist mir, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, in der deutschen Übersetzung was aufgefallen. Sie erwähnen das, ach, das waren bestimmt Formel-1-Mechaniker. Die Formel-1. Pitstop, sagen sie an der Stelle im Englischen, also nahe dran. Genau, weil die Formel 1 wurde nämlich tatsächlich erst 1950, also knapp vorher eingeführt und das wäre für mich keine so passende Beschreibung dann gewesen. Die Amerikaner kennen auch keine Formel 1. Die gibt's immer nur Indianapolis-Rennen. Die kennen vieles nicht. Hm. Ja, das stimmt. Intelligenz, Demokratie. Das kann man sich sicherlich lange über das Thema Formel 1 unterhalten Evolution. Und ob das denn wirklich so eine tolle Rennklasse ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Mehr dazu im nächsten Podcast. Die fahren also, die korrekte Übersetzung wäre halt Boxenstopp gewesen, wie Boxenstopp-Mechaniker. Ich. Ja. Was aber ich gut. hier aber auch noch viel lustiger fand, ist die Tatsache, dass wieder mal Vader der Einzige ist, der völlig ohne nachzudenken, mehr oder weniger beim Essen, da so weiß sofort, wer das hat, wo der Schwarzmarkt ist, wen man da kontaktieren muss. Beim Essen, beim Fressen. Wie immer. Mhm. Der Mann mit der eingebauten Wikipedia. Ja und danach pumpe ich dir den Magen aus. Ja, ohne Radar läuft halt einfach gar nichts. Aber auch nochmal kurz zu Charlie zurückzukommen. Ich fand so schön, dass ihr keine Probleme, Frau schon tot. Genau. Ich meine, wie geil ist denn bitte, dass Charlie Lee oder Charlie nicht mal bestreitet, dass er das ist. Soufflöse, wie heißt das Zeug? Hydrokortison. Danke. Meine reizenden Assistentin. dass Charlie Lee nicht mal bestreitet, dass er das Hydrokortison hat klauen lassen. Also da geht er einfach so drüber hinweg, so nach dem Motto, ja, hier uns ist das geklaut worden. Ja, hier, guter Stoff, wird teuer verkauft. 10.000 Dollar wert. Und dann auch direkt daran überleitet, dass sie ja ihm halt nichts anbieten können, weil in seiner Organisation haben ja schon alle Krankenversicherungen. Genau. Ist großartig. Ja.
Und Rente ist inklusive. Ja, ja. Obwohl ja. Er lässt sich einrenken. Also hey. Ja. Ne? Ich fand auch schön, was so im Hintergrund teilweise abgeht. An der einen Pinnwand hängt ein BH. Also die Figur ist großartig. Und das ist nur der Showroom. Ja. Das ist zwei Lager. In dem ganze Räder von Jeeps liegen. Genug für ein Regiment. Was ich ja auch noch furchtbar drollig fand an der Folge, ich habe ja eigentlich mit dem Charakter Frank immer meine Probleme. Ich weiß, es ist nur eine Rolle, aber er spielt ihn halt wirklich normalerweise so schön ekelhaft, dass ich ihn wirklich nicht leiden kann. Aber hier in dieser Folge ist er auch so unglaublich drollig naiv. Als dann der eine Kollege, der, ich sag mal Lieferant, im Camp steht und die Uhren ums Bein gebunden hat, und Frank sich völlig verwirrt wundert, warum hat er denn Uhren am Bein? Das fand ich so eine geile Szene. Es trägt doch kein normaler Mensch 6 Uhren am Bein. Genau. Das kam ihm aber gleich komisch vor, ja? Ja, die Anzahl, aber nur die Anzahl. Auch später, wenn ihm dieser Fahrer als CIA-Agent verkauft werden soll. Hm. Aber wieso hat er dann 6 Uhren am Bein? Da stimmt doch was nicht. Ja, da muss ich wieder an so meine Lieblingsszene mit Frank denken, deutlich später unter Potter dann. Frank, diese Frauen üben das älteste Gewerbe der Welt aus. Sie sind Bäckerinnen? Frank, gehen Sie spielen. Aber auch überhaupt super, wie sie Charlie als General verkleidet mit ins Lager nehmen, um sich den Tisch von Frank anzusehen. Von ihr. Es ist großartig, ihn zu verkleiden und mitzunehmen. Ja, das Großartige ist ja vor allem, das funktioniert ja nur, weil es in Anführungsstrichen ja ein Bürgerkrieg ist. Ja. Und beides Koreaner sind. Ja. Also beide Seiten. Und auch diese Vorstellung, dass die halt irgendwie den Jeep und die Uniform und alles da so fertig liegen haben, weil die halt öfter einfach mal so losziehen, ja. Das sind halt einfach verdammt nochmal Profis. Einmal mit Profis arbeiten. Richtig, ganz genau, ja. Aber auch so schöne Reaktion von Henry, als er erfährt, es sind Schwarzmarkthändler im Camp. Schwarzmarkthändler, mein Schnaps! Genau. Eine großartige Szene, wenn er vor der fehlenden Rückwand steht und zählt seinen Schnaps. Ja. Er kann so herrlich entgeistert gucken, das ist so schön. Ich habe original, als diese ganze klappende Rückwandgeschichte da aufkam und passierte, habe ich den Satz im Kopf gehabt, dass M in Mesh steht für mobil. Richtig, genau. Ja. Und mobil werdet ihr sein, ja. Dazu kommen wir ja noch wesentlich später nochmal. Ja, man kann die Platte abnehmen. Und einen Meter weiter links wieder aufbauen. Oh ja, genau. Ganz genau, ja. Die Platte abnehmen. Ja. Ehrlich, man kann nicht nur die Platte vom Tisch abnehmen, man kann auch die Platte vom Gebäude abnehmen. Ja. Ja, in der Realität sind die Mesh-Camps ja deutlich öfter umgezogen als in der Serie. Die sind ja teilweise 30, 40 Mal am Stück umgezogen. Es ist auch strategisch sinnvoll, dass sie das getan haben. Ja, wollte ich gerade sagen. Also selten. Ja, die mussten ja dem Verlauf des Krieges folgen. Richtig. Also der Front. Genau. Ja, die sind zwar kein Fronthospital, aber sie müssen in der Nähe sein. Oder abhauen von der Front. Die können ja auch immer offscreen umgezogen sein. So oft ist das ja gar so spannend, ist das ja gar nicht, denen beim Umziehen zuzugucken. Och. Ach so, den Schwestern beim Umziehen zugucken. Oh Gottchen. Was ich aber tatsächlich auch noch niedlich fand, ist, dass es einfacher ist, die Rückwand von dem, ich sag mal, Büro da auseinanderzuhebeln, als einfach die Tür kaputt zu latschen. Weil eigentlich ist das ja alles aus demselben Sperrholz. Die Tür ist halt nicht aus Eiche. Eben, und außerdem haben sie auch den Tisch nicht auseinandergebaut gekriegt. Das sind halt Chirurgen, ja, wenn das eine Leber gewesen wäre, okay, aber so. Ich fand's aber auch so schön, als sie das Ding versucht haben rauszuschleppen und sie kriegen ihn aber nicht an irgendjemand vorbei und dann werfen sie einfach eine Decke drüber und tun so, als ob sie eine Morgenandacht machen und als Faser Mikey da vorbeiläuft. Oh. Jetzt als Frank vorbeiläuft, oder? Ja, Frank meint. Wir haben schon Frank mal angefangen. Vorbei, ja, ist klar. Ja. Und das Gruselige ist, dass er sich tatsächlich erstmal drauf einlässt und sich mit ihm kniet und mitbetet. Natürlich, die hatten ja auch keine 6 Uhren am Bein. Das ist ja nicht auffällig. Du darfst nur 6 Uhren am Bein haben, wenn du eine Spinne bist. Nicht ein Je. Die haben mehr Beine als 6. Ja, aber die anderen 2 brauchst du ja zum Beten. Das sind christliche Spinnen. Okay, mach das an, Peter. Weil deswegen sind Spinnen ja auch nicht Insekten, weil die sind in der Kirche, nicht in der Sekte. Ich glaube, ich muss mir fürs Potstock ganz dringend 6 Uhren besorgen, die ich mir ans Bein mache. Oh, ich bitte drum, dann komme ich auch vorbei.
Wenn das der Preis ist, dann kriege ich das hin. Wunderbar. Und Gin. Und Gin wird es geben und einen Teppich, der das Podstock erst richtig gemütlich macht. Oh ja. Ah, sehr schön. Und die Referenz erklären wir jetzt bitte nicht, weil dann wissen alle auch schon, welchen Cocktail es gibt. Oh. Ja, und was ich halt auch niedlich fand, also gut, wie gesagt, die Szene, wo dann tatsächlich der Tisch davon fliegt, die ist natürlich auch unglaublich genial, brauchen wir nicht drüber reden. Auch dieses suffisante Jahr, er geht jetzt zu einem besseren Ort. Ich habe mir in der Szene aufgeschrieben, Henry hat es echt nicht leicht. Nee, aber wie toll er in Unterhose mit einem Bademantel da steht und verzweifelt auf diesen Platz guckt, wo sein Tisch stand, ja, vor dieser offenen Wand. Ey, da sieht man mal, was das für ein Aufwand war, diese Serie zu drehen. Zu der Zeit, Comedy-Serien waren ja meistens so eine Kulisse, feststehendes Set und Außenaufnahme, was wir hier haben, Hubschrauber und so. Das muss unglaublich teuer gewesen sein. Die hatten da auch also wirklich ein Camp stehen. Ja, ja. Das war ja nicht nur irgendwie so Studio, das war ja wirklich Außenaufnahmen. Ey, das ist Hammer, oder? Ja. Großartig. Ich bin zwar schon mal in Korea gewesen, aber ich bin halt aus Seoul nicht rausgekommen, weil diese Stadt auch einfach bis zum Horizont geht in jede Richtung, wenn man mittendrin auf diesem Fernsehturm steht. Und du warst in einem Kinderheim und Bordell? In der Tat war ich in einem Bordell mal pinkeln. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, die in einen anderen Podcast gehört. Mit Wickelraum. Hat es gebrannt? Nein, es hat nicht gebrannt. Seitdem. Was ich damit einläuten wollte, war die Frage, und ich ziehe das jetzt durch, hat irgendwer eine Ahnung, wie realistisch diese Vegetation für die Stelle ist, wo sie wirklich sein sollen? Ich meine, das keine ist ja Ahnung. Irgendwo Hollywood Hills oder so, oder? Keine Ahnung. Ja, aber ist irgendwo, es ist Los Angeles irgendwie in der Nähe da. Irgendwie, nee, keine Ahnung, aber wahrscheinlich nicht. Ich weiß nur, da wurde Planet der Affen da auch gedreht, in der Ecke. Ich muss immer denken, wo auch irgendwie die ganze Welt so aussieht wie die Hügel vor Los Angeles, ja. Ja. Immer dieselben. Ja. Ja, okay, bei Planet der Affen könnte es ja die Hügel von Los Angeles sogar gewesen sein. Wir wissen es ja nicht. Richtig. Glaube ich nicht, weil die Freiheitsstatue da relativ nah ist. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ja. Ja. Aber wir kommen in dieser Folge sowieso geografisch ein bisschen durcheinander. Es wird ja gesagt, das ist, also im Englischen, das ist der einzige solche Schreibtisch in Südostasien. Das Problem ist nur, Korea wäre Nordostasien, Vietnam wäre Südostasien. Das, naja, kann passieren. Bin mir gar nicht sicher, ob das nicht sogar Absicht war. Denn ich meine, wir befinden uns bei der Erstausstrahlung der Serie in der Hochzeit des Vietnamkriegs. Und ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber es wäre ein verständlicher Fehler, wenn man das ständig hört. Wenn es Absicht wäre, wäre es sogar noch besser. Also, ich meine, die Parallele ist, glaube ich, sowieso klar, aber an der Stelle das nochmal so reinzubringen, vielleicht traue ich ihm da zu viel zu. Und was ich hier halt auch noch schön fand, ist wirklich wie diese rassistischen Stereotype von wegen, die sehen ja alle gleich aus, am Ende dann nochmal suffisant aufgegriffen wird, als Henry ihn dann fragt, ey, hast du einen Bruder, der General ist? You know how it is, we all look alike. Genau, das fand ich auch so genial. Ja. Ja, das, weil er es sagt, das ist das Gute daran. Ja fantastisch, auf jeden Fall. Definitiv. Und hier muss ich halt wirklich sagen, Henry hat's verdient, weil er wollte sich die Arbeit nicht machen und ihm ist sein blöder Tisch wichtiger als tatsächlich Soldatenleben. Also am hier habe ich kein Mitleid mit ihm. Am Ende nicht. Ich meine, er versteht ja dann am Ende doch relativ deutlich, was da wie passiert ist, oder? Ja, natürlich, klar. Und er ist da, glaube ich, auch okay mit. Das war jetzt eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Aber also, der bestraft okay sie nicht, that. Was sollte er auch tun? Nein, aber ich meine, bei manchen anderen Szenen mit Henry hat man tatsächlich ja schon fast Mitleid mit ihm, dass sie so ihren Schabernack mit ihm treiben. Aber hier muss ich wirklich sagen, hat er es verdient. Ja. Haben wir noch was? Ja, definitiv. Ja. Und man sieht halt vor allen Dingen, wie toll Hawkeye, was das für engagierte Ärzte sind, dass ihnen das so wichtig ist halt. Etwas, was ja auch später immer wie ein wiederkehrendes Motiv ist, dass sie alles für ihre Patienten tun würden. Ja, aber dazu muss man sagen, während sie diesen General operieren, tragen sie keine Gesichtsmasken. Das ist nicht gerade professionell.
Ja, das zieht sich aber bis in die Moderne durch, ne? Also wenn man sich die letzte Szene, die ich in dem Zusammenhang habe, analysiert gesehen von einem medizinischen Experten, da gibt's ja inzwischen tolle Videos auf YouTube, wo irgendwelche Experten in irgendwelchen Feldern sich Filme angucken und dann halt zu den Szenen was sagen, wo Dr. Strange sich da steril wäscht, um dann hinterher sich selber die Maske aufzusetzen und sie erstmal ins Gesicht zu packen. So, ja, nein. So nicht. Auf der anderen Seite, wenn man da Benedict Cumberbatch oder Alan Alda stehen hat, dann möchte man halt dessen Gesicht auch sehen, weil die Leute haben viel Geld gekostet. Och, das ist jetzt nicht zwangsweise das Gesicht, was ich sehen muss. Zugegeben. Nein, sie werden auch nicht nackt operieren. Schade. Wäre zwar unhygienisch, aber trotzdem gut. Skalpell, Schöpfer, Penis. Schwester, würden Sie mich bitte kratzen? Ja. Nein, nicht an der Nase. Gut, bevor das Niveau noch weiter den freien Fall übt, hat jemand noch irgendwas, worüber sie oder er gerne reden möchte? Ich hätte noch das Hydrocortison an sich. Bitte? Denn es kann tatsächlich sein, dass das ein leichter Anachronismus ist, aber es gab zu dem, wenn es 1951 spielt, das ist ja nicht ganz so klar. Es wurde 1949 entwickelt und hat auch 1950 den Nobelpreis gewonnen. Also nicht das Hydrocortison, sondern seine Erfinder. Es ist also möglich, dass es tatsächlich in Korea eingesetzt wurde. Vielleicht nicht ganz so früh wie hier in der Serie, aber nicht vollkommen unplausibel. Mhm. Okay. Ich habe gehofft, du erzählst uns jetzt was darüber, ob das guter Stoff ist oder nicht, aber gut, das. Wer das rausfinden will, muss zum Potstock kommen. Ist auch. Das ist nämlich der geheime Cocktail. Aha. Nein, kann ich noch eine Spritze haben, bitte? Beim Potstock wird's von unserer Seite nur Alkohol geben. Schlimm genug. Kann man noch kombinieren. Gut. Bevor vielleicht das, das eine, dann das andere. Auf jeden Fall übt. falls niemand mehr was hat? Ich hatte überlegt, ob ich irgendein Zitat rausfinde, aber es ist mir nicht mal eine Szene eingefallen, in der ich mir gerne was rausgeschrieben hätte. Wie bewerten wir denn diese Folge? Ich würde mal anfangen, also ich bleibe bei der Fünfer-Skala, wie in den letzten Episoden auch, glaube ich. Ich würde sagen, 3 von 5 geklaute Hydrocortison-Kisten. Ich fand die Folge etwas schwächer als die erste. Es ist insgesamt eine gute Folge, da kann man nichts sagen. Der Running Gag mit dem Nein, es ist Eiche, Nope, it's Oak, der ist wirklich gut, aber gibt bessere. Also ich will nicht meckern, war eine gute Folge, aber nur 3 von 5. Na, bei mir ist genau andersrum. Ich fand die etwas besser als die letzte Folge. Nicht viel, aber etwas. Weil halt hier auch tatsächlich wieder dieses kriminelle Genie von Vader ein bisschen durchkommt und das Organisationstalent und so weiter und so fort. Und weil man hier halt auch sieht, ja, manchmal ist halt wirklich auch die Bürokratie und die ganze Rahmensumstände schlimmer als der Krieg selber und kostet mehr Leben im Zweifelsfall. Das fand ich ganz hübsch. Also 7 von 10 Handgranaten. Ja. Ich glaube, ich bin da jetzt auch bei 3 von 10 Helikoptern angekommen. Die sind eher abgestürzt dieses Mal. Ich gebe 3 von 5 geklauten Tischen. Ich fand die Folge auch ein bisschen schwächer als der Pilot, aber es hatte tolle, tolle Elemente und ich muss ganz ehrlich sagen, alleine für Charlie gibt es für mich schon einen Punkt. Ja, also bei Charlie kann ich mich anschließen. Auch Henry war in der Folge toll, aber ich finde eigentlich die beiden Hauptprotagonisten fand ich in der Folge irgendwie schwächer. Sie wirkt irgendwie so ein bisschen leerer. Daher geht's von mir nur 5 von 10 toten Ehefrauen, die keine Probleme mehr machen. Okay. Ich sehe das auch so wie die meisten von euch. Ein bisschen schwächer als der Pilotfilm. Sehr lustige Szenen, gerade um den Schreibtisch rum. Ich gebe 6 von 10 gleichaussehenden Asiaten. Und damit beenden wir diese Folge. Es war mir eine große Freude, mit euch zu podcasten und ich hoffe, es hat euch da draußen genauso viel Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und damit verabschieden wir uns bis nächste Woche mit Mesh unterm Messer.
Tschüssi. Ciao. Tschö. Ciao. Ciao. Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Nash unter Messer. Wir haben uns heute wieder zusammengetan, um mit euch die dritte Folge der ersten Staffel zu besprechen, nämlich David und Goliath in Korea. Und dazu habe ich mir natürlich wieder mein Team herangeholt und stellt euch doch am besten einfach mal selber vor. Ja, hallo, hier ist wieder der Sven, der drittbeste Chirurg westlich des Mekong. Ja, dann bin ich die Alex und wieder und da. Ja, hier ist der Gregor, der beste Profiboxer von Deutschland. Denk da. Ja, hier ist wieder Raphael, der schmerzlose Bohrer und ich möchte jetzt mit euch eine Bee Gees Coverband gründen. Und hier ist yeah. Flo und ich kriege wie immer auf die Schnauze. Und so, womit mit Recht. Hört. Ja, und ich bin die Dela, mich kennt ihr auch schon und ich freue mich auf diese Folge. Worum geht's denn? Wir haben im Camp eine neue Schwester, die nicht nur umwerfend kompetent, sondern auch ganz generell umwerfend ist. Und das stört den einen oder anderen, vor allem unsere beste Freundin Hotlips, die diese gerne loswerden würde. Aber natürlich haben da unsere Protagonisten was dagegen, die sie gerne behalten möchten. Und deswegen versucht man Mittel und Wege zu finden, die junge Dame doch mit Henrys Unterstützung im Camp zu behalten. Und das ist nur möglich, weil wir ja wissen, dass Henry gerne wettet und gerade ein Boxkampf aussteht, mit dem man ja durchaus einen kleinen Deal erreichen könnte. Und jetzt ist das Problem, dass wir ja irgendwie einen Weg finden müssen, wie wir diesen Boxkampf genug lang überleben, um unseren Teil der Abmachung zu erfüllen, damit wir die kleine Schwester behalten können. Und das führt dann natürlich zu diversen lustigen Verwicklungen, die dann aber natürlich wie üblich gut enden. Zumindest für einige von uns. Ja, diese hübsche junge Schwester Margie Cutler wird gespielt von Marcia Strassman. Die hat ein paar Jahre später, also im MASH kam sie leider nicht mehr allzu oft vor, so ein bisschen. Sie hat aber ein paar Jahre später in einer anderen Dramedy eine Hauptrolle gehabt, in Welcome Back, Cotter. Eine Serie über einen Lehrer, der in seine alte Schule zurückkehrt. Die Serie ist relativ unbekannt. Ich glaube, man kennt sie vielleicht noch am ehesten dafür, dass John Travolta da seine erste Hauptrolle hatte. Ah, stimmt, ja. Ja, endlich weniger sexistische Kackscheiße, denn Margie Cutler ist ja nun mit allem an Bord, was da so passiert. Also sowohl mit dem Geflirte der beiden Ärzte, als auch ja damit, dass sie dann irgendwie sich da sehr reinhängen, sie zurückzuholen. Ja, sie ist davon abgesehen, ist sie halt auch voll mein Typ, muss ich jetzt mal zugeben. Total. Ja. Voll ja. Süß. Die ist wirklich süß. Und schlagfertig ist die Kleine auch noch. Also optisch was und für was zum Unterhalten nach dem Sex. Das. Und tatsächlich scheint sie ja auch fachlich wirklich nicht die Dümmste zu sein. Ja. Yep. Ja, also kein Wunder, dass Margaret sie loswerden will. Ja, sie ist halt the best thing that happened to this place since dry socks. Wie, genau. Eine der Sumpfbewohner ist genau, so schön ja. Formuliert. Sie ist ja zu ablenkend für die Ärzte. Ja. Und sie ist besser als Margaret. Ja, und das geht natürlich nicht. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja, das könnte in der Tat natürlich ein Grund sein, ja. Und sie mag auch Frank nicht. Ne? Wer mag aber auch schon Frank? Naja, Margaret. Noch, weil sie okay, nichts Besseres ja. Hat. Aber schon, Margaret. Also wie sie bei einer späteren Boxkampf-Trainingsszene Trapper anhimmelt, die wird da schon so ein bisschen kieslasterig. Also. Ja.
Da will ja, sie hat ja doch tatsächlich auch das mal Momente zur Schwäche. Ja, man merkt aber auch hier schon in den frühen Folgen, dass Margaret nicht die ganz böse ist. Ich meine, Frank ist ja doch schon. Sie möchte böse sein. Sie möchte nur. Sie möchte erlaubt. Nee, Quatsch. Gibt es einen Spruch? Der Deutsche möchte ja demonstrieren, aber nur, wenn es ihm vorher erlaubt wird. Und ähnlich ist es mit ihr. Sie möchte böse sein, aber nur, wenn es ihr vorher erlaubt wird. Ja, innerhalb der Regeln. So gehört sich das. Das Safe Word ist Pumpernickel. Na, ich weiß gar nicht, ob sie innerhalb der Regeln böse sein möchte oder ob sie einfach jemanden möchte, der die Fassade wahrt. Ich glaube, es nervt sie nicht mal, dass die Sumpfinsassen, also gut, da gehört ja eigentlich technisch gesehen auch Frank zu, aber dass das Hawkeye und spätere und aktuelle Kumpane, dass die gegen die Regeln verstoßen, es stört sie, glaube ich, dass die das tun und da auch noch stolz drauf sind. Genau. Wenn die hinter den Kulissen gegen die Regeln verstoßen würden und die Fassade wahren würden, wäre sie da, glaube ich, an Bord mit. Ich glaub, und sie ist ja tatsächlich auch, sie wird ja auch bei Frank da gelegentlich mal zur Sau, wenn er es eben in der Öffentlichkeit so raushängen lässt mit ihrer Beziehung und so weiter und so fort. Also es geht hier wirklich um diesen, um diesen Schein. Ja, halt. Ja, sie ist auch, glaube ich, so. Ja, den Schein waren, genau das ist es. Ja. Was sie auch bei den beiden Hauptsumpfbewohnern, glaube ich, so annervt, das sind beides hochtalentierte Ärzte, aber die nehmen nichts ernst. Das ist so ein Motto, du hast Potenzial, machst aber nichts draus. Dir wurde alles geschenkt. Und sie ist ja so jemand, sie musste sich das erkämpfen als Frau in so eine hohe Position. Mhm. Und die, ja, die haben das Geschenk gekriegt und sind so ein bisschen lächerlich. Und die sind nicht mal echtes Militär, weißt du? Ja. Die wollen das ja auch nicht mal sein. Nö, ich glaube, das ist für sie. Also das kommt alles, das spielt alles mit rein, ja? Ja, an der größten Sache ist das für sie, weil sie ist wirklich so eine Karrierefrau im Militär. Ja. Ja, und sie ist ein Militärkind. Ja, sie sich durchsetzen muss. Später. Genau. Ja, sie ist als Kind. Und die sind Offiziere. Als Kind ist sie hin und her gezogen, immer von Basis zu Basis. Ihr Vater ist halt auch so diese Figur. Hoher Offizier, ein schneidiger Mann. So muss mein Kerl sein. Ja. Und das Militär ist ihr Leben und diese zwei Ärzte kommen da an und ziehen das Ganze in den Dreck. Das kann sie nicht haben. Ja, die machen uns den Krieg kaputt. Allein schon nur. Genau. Ja, nur Ärzte, Offiziere, weil sie Ärzte sind. Da fängt schon an. Nur allein deshalb. Und sie musste dafür so viel kämpfen. Ja, wobei die beiden das ja, die sind sehr, ja die Ersten, wir verstehen Hotlips. Die beiden sind ja die Ersten, die genau das sagen. So, hey, ich bin das nur, weil ich das halt sein muss, ja? Weil ich muss halt jemanden, in Anführungszeichen, der unter mir steht, der ja auch schon Lieutenant ist. Ich meine, Lieutenant ist echt ein hoher Rang. Aber der Gedanke scheint wohl wirklich zu sein, dass die Schwestern vom Rang her so hoch angesiedelt sind, dass sie den Leuten, die üblicherweise bei denen im Krankenbett liegen, sagen können, bleib jetzt verdammt nochmal liegen und das ist ein Befehl. Mhm. Ja. So, ja. Und dementsprechend müssen die Ärzte halt Captains sein, damit sie den Schwestern sagen können, hey, gib mir jetzt die Metzenbaumschere, Metzenbaumklemme ist es, glaube ich, ist egal, gib mir mal die Metz und das ist ein Befehl. Mhm. Ja. Was ich hier in der Folge sehr interessant fand, ist halt wirklich diese Dynamik, die man hier zwischen den Figuren hat. Was ich lustig finde, sie ist halt auf die Dame nicht eifersüchtig, zum Beispiel, weil sie Angst hat, dass sie Frank ihr abspenstig macht oder irgendwas, sondern es geht einfach ums Prinzip. Ja. Und wie gesagt, auf der anderen Seite finde ich natürlich auch fürchterlich niedlich diesen Wettstreit zwischen Hawkeye und Trapper. Wie die beiden so im brüderlichen Wettstreit um dieselbe Frau, und das kann ja eigentlich alles so nicht angehen. Der eine klaut die Strümpfe, der andere die Blumen. Gehst du mit mir aus? Aber nur, wenn du die Seidenstulpen anziehst. Wobei ich das tatsächlich mit den Nylons auch lustig finde, weil jeder weiß, im Schwarzmarkt und zu Kriegszeiten sind Netzstrümpfe und Nylons immer die beste Ware. Das ist tatsächlich so. Ja. Ist das wirklich so oder ist das nur ein Film so? Nee, es ist wirklich so. Also ich kenne das von deiner Oma noch, die hat mir auch gesagt, wenn es jemals... Aber warum? Luxus weil gut. Du das Zeug als Filter nehmen kannst, weil du das Zeug im Zweifelsfall auch zumindest erstmal als Provisorium für Verbandszeug nehmen kannst, weil du damit zum Beispiel Sachen aussieben kannst und so weiter. Und es ist halt immer... in Kriegszeiten natürlich auch mit Prostitution und so weiter, ja, durchaus ein relevantes Geschäft. Und da hilft hübsch aussehen halt auch. Gute Argumente, ja.
Also das wurde mir tatsächlich von meiner Oma noch immer so beigebracht, wenn es jemals brennt, sorg dafür, dass du immer Nylons da hast. Das hat mir meine Oma nie beigebracht, komischerweise. Nee, mir auch nicht. Ach, Raphael, meine schon, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mir nur gesagt, rasier dir die Beine. Ja. Lauf, Junge, lauf. Wenn die Haare durch die Nylons so durchgucken, das sieht auch scheiße aus. Ich kann mir meine Haare an den Beinen so flechten, dass sie wie Nylons aussehen. Hallöche. Gut, Dr. Jekyll and Dr. Jekyll laufen dann also bei Henry auf, um klarzumachen, dass Cutler an Bord bleiben soll. Aber ja, das wird halt nix, weil Major Hulan hat halt die Befehlsgewalt über die Schwestern. Ja, eigentlich, Henry hätte ja die Befehlsgewalt über Major Hulan, aber er hat keinen Bock, sich mit ihr anzulegen. Ja, das, ja gut, das wäre auch das Dümmste, richtig, was er tun könnte, denn das verliert er, das ist ja wohl klar, oder? Ja, aber Henry hat ja ohnehin keinen Bock, das haben wir ja schon festgestellt. Der will eigentlich nur seine Ruhe haben. Ja, richtig. Und das gut, ist genau das Problem, da deshalb würde er das nicht tun, ja. Seiner Chefschwester da in den Rücken zu fallen, das wäre auch wirklich doof, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall, vor allem obwohl er das auch unterrangige Bedienstete, sag ich mal, auch wenn sie gut ist. Obwohl er das auch oft genug schon später getan hat, ihr den Rücken zu fallen. Also das muss man sagen, hat er später auch schon gemacht. Aber das war dann nur, wenn er direkt was davon hatte. Weil so ist es so, solange es mich nicht betrifft, regelt ihr das, Kinder. Genau. Was ich sehr spannend finde, ist, dass Hawkeye dann selbst Trapper konnt, also ihn da conmant, also wie soll man das auf Deutsch sagen, ihn da aufs Eis führt. Also er bequatscht ihn ja im Grunde genommen in diese ganze Nummer rein, so nach dem Motto, ah, einer von uns muss es machen und hey, du bist da einfach besser drin und ich bin die andere. Und man sieht so richtig, wie Trapper genau weiß, was ihm da gerade passiert, aber er weiß halt auch, dass er im Prinzip keine Chance hat, weil Hawkeye einfach darin besser ist als er. Das hier ist aber auch eins der größten Probleme, das ich mit der Folge habe. Das sind zwei Top-Ärzte, die mit ihren Händen arbeiten. Es muss sich in dem Camp doch jemand finden lassen, der boxen kann und der das macht und nicht die Chirurgen, die man braucht, die ihre Hände brauchen. Also aber auch ganz ehrlich, wenn wir nur die Chirurgen also wenn, nehmen. Wenn welche und, nicht. Und wir haben ja noch einen anderen Chirurgen in dem Zelt noch sitzen. Mit dicken Oberarmen. Ja. Spearchucker. Da hätte er Sinn gehabt. Ja. Wie großartig wäre es denn bitte, nicht die erste Wahl. Wie großartig wäre es denn bitte gewesen, wenn Klinger schon in der Serie gewesen wäre? Und oh ja, Klinger super. Hätte den Kerl doch so verhauen. Hallo. Ja, das war drin. In Stöckelschuhen mit Federboa hätte er ihn verkloppt. Ja. Er hätte auch einen viel tolleren Bademantel angehabt, wenn er in den Ring reinkommt. Also. Garantiert, ja. Was ich hier halt auch noch total niedlich fand, war so diese. Ja, wie sich Hawkeye eigentlich aus der ganzen Nummer rauszieht, von wegen, ja, ich hab da noch diese alte Schulterverletzung und alles ist ganz schlimm, weil er halt weiß, er kriegt unglaublich auf die Fresse und das ist die Frau dann doch nicht wert. Aber ich wollte nie jemand damit belasten. Genau. Ja, wer. Und tatsächlich, Trapper glaubt's ihm ja dann auch mal für eine Sekunde lang. Ja, wo er ihm dann sagt, die aber Leute gucken dir beim Sport zu, ne? Ja, mehr wird es nicht gewesen sein als eine Sekunde. Ja, wer den Killer, wie er ja dann so als Kampfnamen ganz dezent auf seinem Bademantel stehen hat, wer ihn wahrscheinlich auch verhauen hätte, ist Father McKay, denn der neue Father taucht das erste Mal auf in dieser Szene oder in dieser Folge. Und zwar dass er da sich mit Boxen wohl auskennt, weil er da irgendwie diverse Kämpfer trainiert hat. Ich meine, das kommt in der Serie auch noch ein paar Mal vor, oder? Ja, auch da wird auch gesagt, dass er selber mal geboxt hat. Ja, du das trainierst ja keinen, wenn du das nicht selber schon gemacht hast. Och, naja. Oh, gibt's endlich, glaube ich. Und was natürlich auch fürchterlich geil ist, Raider als Sparringspartner erstmal. Ja. Und sie wollen eigentlich ihn auch dafür überreden, dass er da so richtig mitmacht. Und wie er dann wirklich da so völlig verschüchtert und nein, das will ich nicht. Nicht für $5. Dann haut er ihm voll auf die Leber, als er gerade nicht hinguckt. Herrlich. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal wirklich einfach so eins auf die Leber gekriegt hat. Das tut unfassbar weh. Ich habe früher Kickboxen gemacht, da bleibt dir alles weg. Ja, das ist echt, also dass du da deine Innereien bei dir behältst, ist aber auch das Einzige. Leber oder Solarplexus ist scheißegal. Eins schmerzt, das andere haut dir die Luftreserven aus der Lunge. Also Nierenstein tut schlimmer weh, das ist aber auch das Einzige, was ich bis jetzt erfahren habe. Wer mehr?
Wenn man gesagt hat, sag mal, Kay ist ja jetzt wieder da. Jetzt ist er auch von William Christopher gespielt ab dieser Folge. Genau. Der Mann macht das grandios. Ja, oder? Fall. Doch, ab der. Ja, ist toll. Ja. Er hat schon in wenigen. Wir haben eine Rocky-Laufszene vor Rocky. Ja. Herrlich, ja. Wie weit sind wir schon gelaufen? Ja. 10 Meter. Ja. 30 Fuß, genau. ist aber auch super mit Martini-Glas in so einem Jeep und er rennt hinterher. Das Glas ist da halt so wichtig. Ja, und vor allem halt auch alleine die Tatsache, dass da im Militär, auch wenn er ja nur Arzt ist, aber er ist ja doch tatsächlich erschreckend unfit. Das finde ich auch ganz lustig. Vor allem, wenn man ihn sieht. Ja. Also von seinem Körperbau, ja, müsste er eigentlich ein bisschen mehr schaffen. Mehr ja, als aber der andere Meter hat können, einen ja. Jeep verhauen. Ja. Ja. Das ist sowieso super, wie sie ihn vorstellen. So wie der Mountain irgendwie bei ja. Game of Thrones. Ja, letztens ist ihm ein Jeep zu nahe gekommen. Da hat er ihn verprügelt. Und gewonnen. Und wie sie ihn beim Training zusehen. Ey, das ist so ein Riesen. Ja. So ein, am besten genau fand ich die Beschreibung war. Von Raider. How big, if he wanted to be, he could be a platoon. Irgendwie stelle ich fest, ich habe diese ganzen Boxszenen wieder mal, wie auch im realen Leben, ich verstehe nicht, warum hauen sich Menschen auf ins Gesicht? Weil es geht. Ja, gut, okay. Das nennt man dann Sport. Ja, ja, Boxen ist schon relativ taktisch. Weil es geht, ja. Das ist so ähnlich wie mit Kunst, wie willst du es denn sonst nennen? Richtig. Okay. Es ist ja auch die Kunst beim Boxen, sich nicht in die Fresse hauen zu lassen. Ja, okay. Wer schlau ist, weicht aus. Weil hab nur ich nicht genau mitgekriegt, warum es jetzt das Boxding überhaupt Thema ist. Also, oder? Ja, das Boxding ist Thema, weil wir Blake ja irgendwie bestechen müssen. Das ist aus demselben Grund, warum es im Film Football gibt. Genau. Ja. Okay. Sie sind gut und wollen andere Leute um Geld erleichtern. Dann ist es einfach wie im Film für mich, passt nicht so richtig in die ganze Serie rein. Ja, das Problem habe ich hier auch. Mhm. Ja, also der Vorwand ist ganz klar, hey, wir wollen irgendwie einen Boxkampf, wie kriegen wir denn das hin? Okay. Ja, irgendwas mit einer Schwester, die versetzt werden soll. Und ja, okay. Es ist so ein bisschen Arschbackenkuchenbacken, das ist schon richtig. Genau. Ja, das trifft. Ja, ja. Naja, und da wir ja wissen, dass wir gegen den Jeep zerbrüdelnden Marine keine Chance haben, müssen wir natürlich anderweitig die ganze Sache irgendwie regeln. Und Trapper soll ihn ja mit Ether dann betäuben, indem eben die Boxhandschuhe getränkt werden und so weiter. Auch dieses Beratungsgespräch fand ich sehr genial. Mhm. Ja. Wie sie halt erst nur überlegen, ja, wir können doch auch einfach einen Schlagring in den Boxhandschuh reinbauen. Die klassischen Methoden sind doch immer die besten und so. Und wie sie dann, ich glaube, ja, es ist tatsächlich der Anästhesist, ne? Hufeisen. Ja, aber ich muss jetzt noch mal was sagen zum Chloroform. Sonst ist es ja in Filmen und Serien so, Chloroform aufs Tuch, hältst unter die Nase, in Sekundenbruchteilen ist die Person bewusstlos. Hier ist es ja, er hält ihn das auch, als er das wirklich Chloroform auf dem Handschuh hat, hält ihn das ja eine halbe Ewigkeit unter den Rüssel. Und das ist auch so. Chloroform wirkt nicht sofort. Das braucht echt seine Zeit. Ist es im Deutschen Chloroform? Im Englischen ist es Ether. Genau, Ether. Ja, oder Ether, Chloroform, ist es im Endeffekt, braucht beides seine Zeit. Yeah. Gut, ich kann euch sagen, auf Ether sein ist ganz lustig. Wenn ihr wirklich wissen wollt, woher ich das weiß, dann kommt zum Podstock, da erzähle ich es euch an der Theke. Also ich habe... es ist exakt genauso wie in Fear and Loathing in Las Vegas beschrieben. Man benimmt sich plötzlich wie der Dorfsäufer in irgendeinem schlechten Film. Und so fühlt man sich halt auch. Und hinterher tut einem ganz fürchterlich die Birne weh. Oh, ich weiß nur, ich wurde tatsächlich als Kind noch mal mit Äther narkotisiert. Okay. Bevor das nicht mehr gemacht wurde, sowas. Oder mit Chloroform, wie man mit Gas. Das macht man ja schon ewig nicht mehr. Man setzt ja Spritze. Und ich wollte das damals nicht. Ich hatte Muffen und dann wurde ich mit Gas. Und dann heißt es rückwärts zählen. Das kenne ich auch noch, ja. Ja. Ja, zählen wurde mir aber auch bei meinem letzten Ding, was ich hatte, noch irgendwie angeraten. Nee, ich kann das aber auch noch. Also ich bin 90, war so die erste OP bei mir. Und da, ich kenne das auch noch. Ich weiß, dass ich diese Maske auch noch auf hatte und das war nicht die Sauerstoffmaske. Nee. Und das kurze Zeit später haben sie das auch schon nicht mehr gemacht. Da wurde nur noch mit Spritze, weil ich wurde als Kind, habe ich viel auf dem OP-Tisch gelegen. Daher kenne ich das. Mhm.
Ja, wobei in dem Fall geht es ja gar nicht darum, den anderen bis zur Bewusstlosigkeit zu betäuben. Ich sag mal, die meisten K.O.s so im Boxring oder überhaupt im Ring, das sind ja jetzt auch keine K.O.s, wo jemand wirklich komplett weggetreten ist. Ja, ja, aber ich der mal, war komplett da, weggetreten. Wenn das Licht da wirklich komplett aus ist, dann wird ja in der Regel auch sofort abgepfiffen, weil da auch sofort medizinische Behandlung notwendig ist. Aber der Killer war komplett weggetreten. Ich meine, wie er aus dem Ring kippt und auf Frank und Margaret landet und ich mir bei Margaret nicht sicher bin, dass ich, ob sie unter diesem riesigen muskulösen Fleischbeck schreit vor Angst oder vor Freude. Nein, aber sie hat mir tatsächlich leid. Also sie hat mir wirklich leid getan. Ja, wobei hat er nicht noch eine draufgekriegt oder hat ihm das Ding wirklich nur untergehalten? Er wollte eigentlich noch mal Schwung holen, ist nach hinten getorkelt und dann durch die Seile durch. Ach so, aber okay. Ich fand auch immer sehr schön, wie Vater Mackay gezählt hat. Hat immer so diese beiden Finger erhoben. Die Sakramente da ist. Der Kampf ist toll. Ja, genau. Genau. Also, soll man sich so kreuzen? Kreuz, genau. Ja, genau. Ist das super, sah immer so aus. Ich fand so diese Details so geil. Diese Treffer, die Trapper eingesteckt, wie es so noch am Rumtalken gewesen ist, sah wirklich großartig aus. Ja. War mir halt nicht sicher, ob Father Mackay halt extra langsam gezählt hat oder nicht. Ich glaube, er wollte, aber hat dann doch nicht. Ja. Das war dann doch auch nicht. Um nochmal einen ganz kurzen Sprung zurückzumachen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, in der Ringansage, The Kid Doctor. Ja. Ich meine, er ist ja wirklich Kinderarzt gewesen, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Ja. Schon mal großartig. Und der Killer wird ja angesagt mit seinen Siegen, dass er dann keine Draws und keine Losses hatte. And 3 Arrests. Ja. 3 Verhaftungen. Ja. Wenn dein Gegner schon mit so und so viel Siegen und so viel Verhaftung angesagt wird, dann weißt du auch Bescheid, ja? Ja, definitiv. Ja. Der Killer wird in dieser Folge noch nicht mal im Abspann genannt. Gespielt wurde er von Mike McGurr, einem Footballspieler, und das ist auch das einzige Mal, dass der im Fernsehen aufgetreten ist. Finde ich eigentlich komisch, dass er nicht wenigstens so als Gast da irgendwo auftaucht. Mhm. Bei dem schauspielerischen Talent? Ja. Aber, und dann ist sein einziger Credit Mash nicht das Schlechteste, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Was ich hier noch lustig finde, wir haben ja eigentlich immer mal wieder diese Thematik, dass die körperliche Unversehrtheit uns scheißegal ist. Haben wir ja hier auch. Ich meine, wir kämpfen ja hier trotzdem wieder mit unfairen Mitteln. Aber lustig finde ich, dass hier tatsächlich Frank und Hotlips auch in Kauf nehmen, dass dem anderen, also Trapper in dem Fall, wirklich was passiert. Ich meine, dass der fürchterlich auf die Fresse kriegen wird, wenn wir das Plot verhindern, das ist denen auch klar. Und trotzdem machen sie es. Ja. Ich fand es eher komisch, dass sie die eingeweiht haben. Dass sie Frank es gesagt haben. Das fand ich eher komisch. Ja. Ich weiß gar nicht, stand er nicht sowieso einfach nur zufällig dabei? Er hat das Ding wirklich gezeigt. Er saß daneben. Halb aus Versehen, sag ich mal, dass er dabei war. Sie sind halt da nicht davon ausgegangen, dass das Frettchengesicht direkt schon irgendwie so dreckig wird da. Ja, so das ist schon echt undreckig. Ja. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, der ist immer so patriotisch. Vielleicht hat er auch einen gesunden Camp-Patriotismus. Ja, das stimmt, das könnte aber sein. Aber weit gefehlt. Nein. Da ist der Hass dann doch größer als der Patriotismus. Ja, nicht mal der Hass, aber die Hörigkeit für Hotlips. Guter Punkt, ja. Hängt an Lippen. Ich muss sagen, ich habe an dieser Stelle von wegen körperlicher Unversehrtheit und so weiter, habe ich gar nicht mal das große Problem, das ich sonst immer habe. Denn, wie du schon sagtest vorhin, Trapper wird ganz fürchterlich die Hucke voll kriegen. Und das ist auch allen klar und das nehmen auch alle in Kauf. Und dass man sich an der Stelle dann wehrt mit allen Mitteln, die man halt da irgendwie im Ärmel hat, da habe ich dann an der Stelle gar kein Problem mit. Also. Nö. Nee, ja, gar nicht. Wie ja gut, auch. Aber er schmeißt sich halt auch freiwillig wie ein Gartenhexler, muss man ja dazu sagen. Also. Ja, und auch es wissen ja auch sowieso alle Bescheid. Also wie gesagt, wie Henry auch schon sagte, ich will es gar nicht wissen. Ich find's gut, aber ich will es nicht wissen. Ja, es trifft aber ist super den Charakter, oder? Ja, auf jeden Fall. Das trifft wirklich. Ich find's gut, aber ich will es nicht wissen. Das beschreibt ihn in fast allen Situationen. Apropos großartige Zitate. Where am I? Right here in the ring. Now for the big question. Who am I? Genau. Und ich habe Batman. Sie hat nicht nur Haare auf den Zähnen, sondern Stacheldraht. Ja. Ja, die Formulierung benutze, die ist in meinen allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und das benutze ich sehr, sehr gerne für Menschen, die genau das haben, ja. Schön fand ich auch die Szene, wenn als Hawkeye und Trapper versuchen, Henry zu überzeugen, Margie zu behalten. Als Trapper dann sagt,
wenn du uns nicht hilfst, dann erzählen wir jedem, dass dein Bruder im Gefängnis ist. Mein Bruder ist ein, wie heißt das Wort? Ja, Aufseher. Ist Aufseher, genau. Den Teil werden wir weglassen. Aufseher, ja. Generell finde ich, hat Henry vor allem in Kombination mit Vader auch wieder hier unglaublich tolle Szenen. Also alleine die Tatsache, wie Vader ihm die Blanko-Unterlagen erstmal unterjubelt und Henry den ersten Satz zerreißt, weil er weiß, es ist eine Falle, und den zweiten unterschreibt er ohne nachzudenken beim Telefonieren. Großartig. Und dann auch, als er eben den Gegner sieht, ja, man muss, okay, ich werde es seiner Frau schreiben. Also von Trapper. Ja. Ich werde es seiner Frau schreiben, ja. Gut. Ja. Ich moderiere gar nicht, aber haben wir noch was? Nee, also ich wollte eigentlich nur mal was anmerken, was mir aufgefallen ist bei den ersten Folgen. Die haben immer noch eine relativ auf eine kleine Sache begrenzte Geschichte. Die späteren sind aufgeteilt in A, und jetzt kommt das Wortspiel B-Handlung. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich, sind die ersten Folgen immer nur irgendwelche Streiche, die auserzählt werden, und die späteren haben deutlich mehr Inhalt. Ja, das stimmt. Ja, die mussten sich noch finden. Die mussten doch warm werden. Ja. Ja. Was mir hier auch auffällt, ist, es gab ja vorher schon Comedy-Serien, die so im militärischen Bereich gespielt haben. F-Troop und Ein Käfig voller Helden natürlich. Großartig. Diese Serien sind ja alle so ein bisschen mehr auf Slapstick angelegt. Und gerade hier so am Anfang von MASH ist das auch noch mehr mit drin. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass so teilweise die Leute hinter den Kulissen, also die Autoren und die Regisseure, auch an diesen anderen Serien mitgearbeitet haben. Hier in diesem Fall war zum Beispiel High Averbeck der Regisseur, und der war bei F-Troop lange Zeit Produzent gewesen. Ja, und ich denke halt vor allem, auch wenn du jetzt wirklich in der ersten Staffel noch sitzt und dir im Zweifelsfall das Studio halt auch ganz schnell den Saft abdrehen kannst, dann traust du, und dafür sind sie eigentlich schon sehr mutig, auch in der ersten Staffel, traust du dich wahrscheinlich noch nicht allzu dreckig und allzu subversiv zu sein. Ja, dreckig war es schon, aber was sie später deutlich mehr reingebracht haben, war das Drama. Und dadurch wirkt die Comedy noch viel intensiver, weil immer dieser Gegensatz zwischen beiden Parts, das holt noch viel mehr raus. Ja, bei MASH sind in den späteren Folgen zwischen wirklich lautlos lachen, obwohl man alleine auf der Couch sitzt, und fast heulen, sind zwei Minuten. Ja, verstehe. Ja, da gibt es doch so eine schöne Anspielung drauf in Futurama. Da haben sie doch auch so einen Roboterarzt, I-Hawk, und der hat immer so einen Schalter, wo er mal zwischen Humor und Trauer. Das finde ich, passt die Serie gut zusammen. Ja. Ja. Na gut, wie würdet ihr diese Folge denn so bewerten? Sven? Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, da ich aufgrund meines Chatnamens immer als erstes dran bin und dann immer Sorge habe, dass ich anderen Leuten was wegnehme. Aber gut, ich fange es trotzdem mal an. Ich würde sagen, 4 von 5 Ätherpullen. Tolle Folge, hat wirklich Spaß gemacht. Ich sag mal, wenn ich jetzt so an die nächsten Folgen und an die nächsten Staffeln vor allem denke, dann ist es nicht eine der besten, aber es ist eine wirklich gute. Okay. Ich hatte an der Folge zwar schon meinen Spaß, aber im Vergleich zu den ersten ist sie dann doch ein bisschen abgeflacht. Mir war sie halt wirklich zu episodisch und zu zusammengestückelt auf Gewalt. Aber die Raider-Szenen waren hier wieder grandios, muss ich sagen, und ich liebe Raider. Deswegen muss ich sie etwas schlechter bewerten als die letzten und gebe 4 von 10 Handgranaten. Schön. Boxen ist gar nicht mein Thema. Ich war sehr still. Ich glaube, ich komme dann nur auf 3 von 10 diesmal wirklich abgestürzten Hubschraubern. Aber ja, doch, aber mehr möchte ich. Nee, ja. Ich mag Boxen. Du musst dir nicht leid tun. Also. Ja, ich mag die Serie total gerne, und ich hätte, nicht leid tun. Ja, genau. Ich hätte gerne irgendwie mehr zu sagen gehabt, weil. Und die Folgen werden für uns alle kommen, da bin ich mir besser. Sicher. Das wird besser. Spätestens ab Potter. Ja. Ich warte auch einfach auf Klinger. Na, eher schon. Ja, aber da hat sie dir wirklich einen Höhepunkt. Ich warte einfach auf Klinger, und dann geht das schon. Ja!
3 von 5 Boxkämpfen. Also ich fand die Folge auch, ich fand die gut, ich fand diesen ganzen Boxkampfteil sehr gut, und aber natürlich ist das alles so ein bisschen vorgeschoben und so ein bisschen Alibi-mäßig. Es hat mir nicht ganz, ist nicht ganz so stark wie die ersten beiden Folgen, aber es hat mich einfach mit diesem ganzen Boxkampf ganz gut unterhalten. Mhm. Ja. Ja, bei mir ist es jetzt so, ich finde, das ist so wirklich 10 Minuten auf halbe Stunde gestreckt vom Inhalt. Die Gags waren gut, aber ich finde die halt auch im Vergleich auch noch zu dem, was noch kommt und auch selbst, was jetzt da war, recht schwach. Sie kriegt von mir 4 von 10 Herzen für zerkloppte Jeeps. Ich bin auch nicht so der größte Fan dieser Folge. Es gab ein paar nette Momente, aber Boxen ist auch nicht so mein Fall. Ich würde sagen, 4 von 10 Blanko-Formularen. Okay. Wir haben eine ganz wichtige Sache noch vergessen, denn das große Ende, wo Lieutenant Cutler dann wirklich zurückkommt und Hawkeye seine Chancen komplett verspielt hat, denn sie findet es dann halt doch toll, dass sich Trapper hat verkloppen lassen für sie. Ja, und er sitzt doch im Hintergrund, aber es liegt an seiner Schulter, aber er wollte seine Freunde nie belasten. Ja. Ja, und das rettet ihn alles gar nicht. Und das verschiedene Steak. Ja, aber wie betroppelt er dann da sitzt. Ja, herrlich. Und Alex, du kannst dich freuen, in der nächsten Episode taucht Klinger das erste Mal auf. Mit seinem Halstuch damals noch. Ah, ja. Nun gut, liebe Hörerschaft, es war wunderschön, dass ihr da wart und zugehört habt. Wir hören uns dann relativ bald wieder mit der 4. Folge. Bis dahin verbleibe ich und es war mir auch mit euch eine Ehre zu podcasten. In diesem Sinne. Ciao. Tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo ihr lieben Menschen an den Empfangsgeräten, wir begrüßen euch wieder zu Mesh unter Messer und ja, heute zur Folge 4, Chief Sergeant Who, in dem der Konflikt zwischen Frank und Hawkeye einmal mehr eskaliert und diesmal auch fachlich. Ja, und zu dieser Aufnahme begrüßen wir heute mich, den Sven, und... Die Dela. Hi. Den Rafa. Der Michael. Und der Flo. Ja, hallo, besonders an unsere Gäste. Und ja, springen wir mal direkt rein. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon darüber gesprochen, wie universell Bettpfannen doch einzusetzen sind. Das habe ich auch ganz dick aufgeschrieben. Das ist auch gleich die allererste, ich glaube sogar Einstellung und nicht mal Szene, wie großartig Bettpfannen als Fußbäder eingesetzt werden. Und es entspinnt sich in der ersten Szene der Folge die Diskussion im Sumpf, an der sich dann der Rest der Folge aufhängt. Die zum übrigens im Deutschen heißt Das total verrückte Feldlazarett. Ein typischer Titel der Zeit. Ja, ich verstehe, wie sie darauf kommen. Ich sag mal, der später noch die spätere Odyssee, nächtliche Odyssee des Generals durchs Camp erinnert ein bisschen an das Haus, das Bekloppte macht. Ja, so Passierschein A38. Ja, aber da kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Richtig. Ich wollte nur noch mal den deutschen Titel einbringen für die Leute, die auf Deutsch gucken. Nein, nein, das ist ja verständlich. Das war jetzt gar keine Kritik. Nein, nein. Naja, der Streit eskaliert ja wie immer mal wieder an völligen Nichtigkeiten. Was ist es denn in dem Fall? Das habe ich ihm ehrlich zu sein verdrängt. Ich nehme mich auch, deswegen. Ja, ich kann es ungefähr sagen, weil Hawkeye, ach Quatsch, das war jetzt im Zimmer, also im Zimmer sei ich schon, im Sumpf. Unser Frank tippt nämlich die ganze Zeit da laut Briefe und die wollen wissen, was er da tut. Und er schreibt,
Formbriefe an seine Patienten in der Heimat. Und mit dem Titel Was ist an der Front los, Doc? Und stellt sich in diesen Briefen förmlich als Superman und General MacArthur in einer Person dar. Und Dr. Schweitzer. Genau, also er hat wieder seine übliche Paragraphenreiterei und bildet sich wieder mal was auf seinen Rang ein, was ja dann auch auf die spätere Diskussion noch einen Einfluss hat. Nicht nur auf den Rang, sondern auch auf ein 35.000-Dollar Haus und zwei wunderschöne Autos. Ja, also ich habe dazu aufgeschrieben, Frank hat auch wirklich ein ekliges Geltungsbedürfnis. Nicht nur, dass er sich an diesem völlig wertlosen Rang hochziehen muss, nein, auch nicht nur, dass er ein Haus und zwei Autos hat, sondern auch noch auf Heller und Pfennig, was die scheiß Autos gekostet haben. Als wenn ihn das irgendwie zu einem besseren Menschen macht. Oder zu einem besseren Arzt. Er hatte auch gesagt, es ist doch für ihn eine Zumutung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der bei deiner Einberufung noch im Krankenhaus gearbeitet hat, wie Hawkeye. Das ist ja ganz schlimm. Genau. Ja, und wie gesagt, er rennt dann halt zu Blake und will ihn anscheißen. Und Blake hat aber für die ganze Situation so überhaupt kein Verständnis. Und da fand ich eigentlich auch wieder seine Reaktion voll cool. Denn er macht ihn ja tatsächlich erstmal rund dafür, dass er wegen solchen Kleinigkeiten kommt und Hawkeye anscheißen möchte. Ja, es ist... Erzähl du. Es ist aber halt auch schon so, wie er sich beschwert. Er sagt immer, ja, er beantwortet auch noch Fragen. Ja, beantworten Sie sie doch. Mir stellt doch keiner welche. Es ist von Anfang an lächerlich. Nicht nur wie der Grund, sondern auch wie er es darstellt. Es ist... Keiner nimmt meine Kompetenz wahr. Woran wird's wohl liegen? Eine fehlende Kompetenz? Ja, aber Frank bezieht sich ja auch wieder so richtig klugscheißerisch auf das, wie heißt das, Army Officer's Guide, Seite 85, weil Hawkeye ihn mit Vornamen anspricht und er ist ja höher gestellt, das darf er nicht. Ja, das Zitat ist, He constantly calls me by my first name. It's not allowed, Henry. Genau das. Ein wunderschöner Moment auch. Ja, aber das sieht man schon, also er bildet sich sowas auf seinen Rang ein und auf sein Geld, sein Auto, sein Haus, dass er gar nicht merkt, was für ein Waschlappen er wirklich ist. Ich glaube, im Deutschen ist das gar nicht mit dem Vornamen. Da sagt er nur, er salutiert nicht. Nee, mit dem Vornamen kommt auch. Auch? Okay. Ja. Und wie sehr er sich auf seinen Rang da abarbeitet, kommt ja dann in dem Gespräch, da das sowieso absolut genial ist, im Deutschen fällt halt der Satz, aber ich habe Eichenblätter da oben drauf. Und Blake antwortet, und ich habe Grübchen auf meinem Arsch, das interessiert hier keine Sau. Die ganze Szene auch mit dem Raider rein, Ansagen, dass Frank da ist, der kommt währenddessen schon mal rein. Henry steht mit dem Rücken zur Szene, sagt erstmal, was Frank denn für ein Riesenarsch ist. Er ist übrigens hier. Und das Ganze dann nochmal mit Hawkeye, also allerschönst. So hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, aber das ist Frank auch nicht kapiert. Er muss doch langsam mal merken, eigentlich schon in diesen paar Folgen, dass er bei Henry auf Granit beißt. Ja, aber Henry greift ja diesmal tatsächlich dann durch und fällt eine Entscheidung. Er nennt einen Chefchirurgen. Genau. Und das passt. Jetzt wohlgemerkt alle anderen umordnen müssen. Ja, ja. Und das passt Frank ja dann doch auch. Also er ist erst sehr begeistert, dass Henry diese Entscheidung trifft. Aber als er dann hörte, dass Hawkeye der Chefchirurg werden soll, da fällt ihm erstmal die Kinnlade runter. Ja, und dann muss er sich bei Margaret ausheulen. Ja, aber vorher protestiert er ja noch sehr kreativ. Denn es kommt dann wieder das übliche, ja, aber, ich werde das nicht mitmachen und das geht so nicht. Und Henry antwortet dann auch wieder ganz galant, es wird dir nicht weiterhelfen, wenn du meine Frau imitierst. Genau. Ja, ich habe da noch ein schönes Zitat, wo Hawkeye dann auf dem Weg nach draußen ist und dann sagt, would I do anything to disgrace this uniform? Also würde ich irgendetwas tun, um diese Uniform in Missgunst zu bringen, während er dort in Unterwäsche und Bademantel steht. Ja. Wunderschön. Generell fand ich es genial, wie ruhig auch Hawkeye in der Szene bleibt. Ich meine, er wird da mehr oder weniger aus dem Bett gerissen, sag ich mal. Und hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf die ganze Scheiße, wie er ja auf alles keinen Bock hat. Und er bleibt aber trotz allem doch erstaunlich ruhig und macht ihn da nicht irgendwie großartig blöd an. Er war zu müde dafür. Genau.
Oder es zeigt seine intellektuelle Überlegenheit. Könnte auch sein. Ja, aber ich glaube, so Hawkeye schätzt sich da immer so ein, dass er eigentlich normalerweise so jemand sowas noch liebend gern unter die Nase reibt, ja. Genau. Mhm. Also so richtig schön mit Schmackes. Ach Gott, wie er weint. Ja. Ja, bei Margaret. Oh. Größte ist, ich gucke das hier in der Version, da sind nur noch englische Untertitel drin. Das ist einfach großartig. Und wenn er dann so weint, kommen so dann so die Kommentare für die Hörlosen. Ne? Also was da jetzt gerade so geräuschmäßig passiert, ist einfach großartig. Das ist super. Ja, und die redet mit ihm auch wie mit einem Kind. Ja, das ne? Das ist herrlich. Also wirklich auch so wie mit ihrem kleinen Bübele. Genau, und drückt ihn aber auch noch genauso an der Brust, ne? Wie die Mutter ihr Kind. Ne? Ja, okay, da hat er sich aus anderen Gründen gefreut. Ja, nun, aber so tröstet man genau, weinende Männer. Genau, und er erzählt ihr auch wieder von dem 35.000 Dollar Haus. Und in dem Moment wird sie so ein bisschen rallig, habe ich gesagt. Ja, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Und aber war ja nicht dann auch wieder so ein Moment, wo er im selben Atemzug wieder seine Frau erwähnt, wo sie dann gleich wieder umschaltet? Nee, aber er sagte dann irgendwann nochmal so, nenn mich Tiger. Ja, es ist ja, es ist sie, ja sogar noch viel Frank. Schlimmer. Er erzählt ihr nicht davon, sondern er schreibt das in den Brief an den General. Ja, stimmt. Und sie liest das dann in dem Brief, ja, wo ich dann auch gedacht habe, Alter, jetzt schreibt er diese Scheiße, ja, also, die vorher schon keine Sau interessiert hat, auch noch in diesen blöden Brief rein. Ja, der General muss natürlich direkt wissen, mit wem er es hier zu tun hat. Und jemand, der ein 35.000 Dollar Haus und zwei Autos hat, also ja, mit dem ist ja nicht zu spaßen, ja klar. Bei 35.000 Dollar Autos. Ich krieg's gerade gar nicht mehr auf die Reihe. Der Brief direkt war wirklich seine Idee. Das kann nicht von Margaret, ne? Das wird, glaube ich, gar nicht geklärt. Ich glaube, man sieht die beiden sie ja dann die Schreibmaschine in Dutt. Richtig. Bei ihrer... Genau, Fummelei. Richtig. So, danke, das war jetzt... Das Wort wäre mir nicht eingefallen. Vor Leidenschaft, hätte ich gesagt. Mm, ja. Ja, und während quasi draußen die Party läuft... rufen sie dann den General an, dass der denn doch mal jetzt ganz dringend vorbeikommen muss, um sich da um das Thema zu kümmern. Ja, und natürlich kommt auch Erno angerannt, weil Hot Lips ein bekannter Name ist. Genau. Bekannter Name ist gut, ja. Bekannter Name, bekannter Körper. übrigens, auf der Party, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, aber da haben sie ja im Prinzip den ersten von dann später ganz, ganz vielen von 100 lustig auf, nicht auf 0, sondern auf 100 unlustig oder 100 tragisch Momenten gehabt. Und der fand witzigerweise nicht mit dem Publikum statt, durch einen Schnitt oder so, sondern quasi während er seine Rede hält. Ja, das hatte ich ja auch aufgeschrieben. Wie gesagt, Hawk als erster ernster Moment. Mhm. Keiner wird uns im zivilen Leben je so nahe sein, wie wir es jetzt sind. Ja, genau. Aber was ich hier auch wieder ganz cool fand, ist, dass es... Also, man merkt diesen kurzen Moment des Innehaltens und dann wird es aber ganz schnell wieder runtergespielt. Als wäre das was Unangenehmes, dass es jetzt kurz ernst wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Realität tatsächlich auch so wäre, weil wenn man das zu sehr an sich ranlässt, glaube ich, bricht man dann doch recht schnell in Tränen aus. Ja, und dann kommt es eigentlich auch schon recht schnell dazu, dass der General jetzt ja auftaucht und der erwischt ja beinahe ein fummelndes Pärchen, Frank und Margaret. Und habt ihr gesehen, wo sie fummeln? Nee. Direkt vor dem Zelt des Kaplans. Und der Kaplan ist in dieser einzelnen Folge wieder jemand anders. Beim Pokern fällt es einem auf. Nein. Nee? Der Mann heißt Captain Kaplan. Es ist kein Kaplan. Achso. Ich habe das auch gedacht, aber ich habe extra nachgeguckt. Okay. Dachte schon. Ja, hier treffen wir auch nochmal Ugly John. Der ist nämlich mit Hawkeye, Trapper, diesem Kaplan am Kartenspielen. Und ja, der General verlangt, dass Hawkeye seine Aufgabe nachkommt. Denn es liegt schließlich im OP ein Mann, der schwer verletzt ist und er soll operiert werden. Und Hawker sagt erstmal nö. Ja, aber zieht ihn vor allem erstmal komplett in sein Pokerspiel mit ein. Sie können das doch nicht machen. Ja, wieso? So schlecht ist mein Blatt doch nicht. Das ist eine ganz klassische, flapsige Hawkeye-Antwort, ja. Die Beleidigung, die Hawkeye für Ugly John hat, ganz großartig. Easy Fungus Face. Ja. Weiß nicht, weiß jemand, was er da im Deutschen sagt? Nee, nicht aus dem Kopf. Nee.
Aber ja, auf jeden Fall ziemlich großartig. Auch als der General dann, nachdem sein Gespräch da nicht wirklich zu irgendwas geführt hat, obwohl ihm Hawkeye eigentlich erklärt hat, was er gerade tut und worum es ihm geht. Also zugegeben, er hat auch über ganz viele andere Dinge geredet und nicht richtig ernst genommen. Aber er sagt ihm ganz klar, naja, gut, der muss jetzt erstmal irgendwie, der Puls muss sich beruhigen und der muss jetzt erstmal Blut kriegen. Und wenn das alles passiert ist, dann mache ich da gerne weiter. Aber das bringt jetzt erstmal gar nichts. Ja, aber er hat das teilweise auch echt so flapsig gemacht. Also er hat ja wirklich bewusst den General provoziert und ich glaube, der ist sehr stark einfach drauf eingegangen und hat das gar nicht mal so richtig wahrgenommen. Der hat sich nur die ganze Zeit permanent provoziert von dem Arsch gefühlt. Ja, der achtet ja nicht mal auf die Rumpel-Mülltonne. Nee. Aber dafür sieht er andere tolle Sachen. Sex unterm Poncho. Genau, und Strip-Mau-Mau. Und ja. den Groß Strip-Domino ist es im Original. Strip-Domino, genau. Ist es auch gibt im übrigens ein Schmuddelroman, in dem auch Strip-Domino gespielt wird, wo dann auch noch irgendwie jedes Mal was zu trinken anfällt, wenn bestimmte Dominosteine gezogen werden. Das sind auf jeden Fall interessante Regeln. Ja, jetzt hier trinken tut hier eigentlich gerade nur noch Raider, nämlich als er in Henrys Büro reinläuft, sitzt Raider da, Füße hoch, raucht seine Zigarren und säuft seinen Schnaps. Wir haben und vorher noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen, denn trifft er nicht vorher sogar noch auf Klinger? Nee, das kommt direkt danach. Genau. Okay, okay, ja. Entschuldigung. Ja. Ja, erster Auftritt von Klinger, gleich absolut großartig. Es wird auch direkt, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, dass Klinger ja quasi durch den General eingeführt wird, der auch schon direkt weiß, wer das ist und was da los ist. Ja. Und es stimmt wirklich, Klinger hat die Beine für den Rock. Ja. Das ist wohl wahr. Und er hat auch die Schuhe sehr genau ausgewählt. Und er kann wunderbar singen. Tatütata, der Feind ist da. Tatütata, der Feind ist da. Ich habe ein Interview mit Jamie Farr gesehen. Es sollte ja ursprünglich nur in dieser einen Folge Klinger spielen. Das war ja gar keine Figur, die geplant war für die Serie. Ja, der wirkte auch definitiv wie so ein One-Off-Witz irgendwie. Ja, und er kam halt zum Set und wurde da zu dem Wohnwagen geschickt, zieh dich mal um, kam da rein und sieht da so ein Kleid hängen. Und dachte, ah, ja, das wird wahrscheinlich eine Frau hier auch noch umziehen. Wo ist denn mein Zeug? Ja, das hängt da. Da war er etwas überrascht und hat das dann improvisiert. Aber mir fällt gerade noch was ein bei der Szene mit dem Strip-Domino. Da ist auch ein sehr schöner Satz gefallen, ein sehr schöner Mini-Dialog. Ist hier denn jeder verrückt geworden? Nein, nur diese gesund sind, Sir. Genau. Ja, insgesamt die ganze Szene, auch dann der Abgang. Go to bed, see, forget it. Ja, vor allem, das ist ja auch wieder so ein Übersetzungsfehler mit dem, die gesund sind, sondern im Englischen ist es ja wirklich those who are sane, ja, also stimmt. Die noch bei Verstand sind. Das ist nochmal eine der wenigen Szenen, die wir mit Spearchucker haben, der ist ja dann auch leider ziemlich früh rausgeschrieben worden aus der Serie, aber hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Oh ja. Naja, wie gesagt, das Gespräch, also erstens, was ich noch toll fand an der Klinger-Szene, war, er nimmt ja seine Pflichten vollkommen ernst. Er ist ja trotz allem ein fantastischer Soldat. Ich meine, er hält ja seine Wache vernünftig, im Gegensatz zu den anderen, die während dem Dienst vögeln und andere Dinge machen. Aber wie gesagt, alleine dieses Gespräch zwischen dem General und Henry ist dann ja auch fantastisch, wie gesagt. Aber wenigstens hat er die Beine dafür. Ja, aber wo auch Henry herkommt, der hat ja gerade Würmer gesucht. Und ganz begeistert. Hier, guck mal, Schatz, ich habe ganz tolle, dicke Würmer. Jo, und also, so ein Wurm taucht dann noch. Entschuldigung. Ja, beim Händewaschen, genau. Genau, ist auch der Wurm da drin. Das ist so großartig. Eine total billige Szene, aber so wie die das acten, es kommt perfekt rüber. Ja, also wirklich der Dreh- und Angelpunkt dieser Szene für mich ist eigentlich gar nicht diese ganze Diskussion um darum, wer jetzt hier Chefchirurg wird oder auch nicht, sondern eigentlich dieser Einblick ins Campleben, den wir da mit der als Außenstehende durch den Außenstehenden General nochmal bekommen. Ja, ich hab auch irgendwie gedacht, das hätte auch als Pilotfilm fungieren können. Ja, auf jeden Fall. Da hättest du auf jeden Fall was draus machen können. Ist nur die klamaukigere Variante eines Pilotfilms. Na, der Pilot war auch schon klamaukig, nur ja, ich glaube, da haben sie noch nicht genau gewusst, was sie überhaupt bei der Serie machen wollen. Naja, und dann wird das Ganze ja aufgelöst, indem jetzt tatsächlich unser Patient einigermaßen für eine OP bereit ist.
und der General dann tatsächlich mit in den OP genommen wird, wo eben, wie gesagt, besagte Szene mit dem Wurm im Waschbecken und so dann auch auftaucht. Ja, aber das Schöne ist auch, wie biestig der General wirklich bei der OP ist. Hawkeye erklärt ihm alles und wieso er jetzt nicht zumacht und er ist ganz schön patzig, finde ich, der General. Also. Ja gut, das wäre ich aber noch so einem Abend auch gewesen. Also. Ja, aber danach ist er natürlich wie jeder andere auch Hawkeye-Fan, weil grandioser Arzt und man soll ihn bloß nicht weggehen lassen. Naja, vor allem, was ich ja noch ganz interessant fand, ist ja tatsächlich, dass er ja erstmal sagt, ja, mach den halt zu und so weiter und ihn Hawkeye ja mehr oder weniger den Fehler, den er jetzt gemacht hätte, selber finden lässt. Ich glaube, das ist der Moment, ab dem er umschaltet, ab dem er es begreift, was da läuft. Ja. Auf jeden Fall geht es danach noch darum, wie Henry jetzt damit umgehen soll, wenn sich Frank nochmal meldet. Und sein Vorschlag war sehr schön. Gebt ihn einen Einlauf und schickt ihn auf ein Minenfeld. Ja. Das haben sie aber deutlich derber übersetzt, als es im Original war. Ich glaube, im Original war nur, dass er ihn dann halt einfach auf einen so und so viel Mile Walk oder March schicken soll. Und richtig. Das mit dem Minenfeld war dann nur with full gear. That's a nice touch. Ja, und es taucht unser Liebling auf, Klinger. Und nackt. Man muss sagen, ja genau, er trägt diesmal kein Kleid. Er trägt nur sein Käppchen und das Gewehr und die Stöckelschuhe. Und der einzige Satz ist, sie sind ja nackt, neidisch. Ja, dann come on, Klinger, put on a dress or something. Oder wie es im Deutschen kam, noch von Trapper, der erkältet sich noch die Eierstöckchen. Wow. Sehr süß. Und am letzten Ende ist es ja tatsächlich so, dass Frank sich dazu herablässt, mit Hawkeye tatsächlich zu kooperieren. Fand ich auch nochmal ganz interessant. Ja, nicht nur kooperieren, er erkennt tatsächlich seine Überlegenheit an, indem er um Hilfe bittet ihn wirklich. Also das finde ich, war so ein Moment von Größe von dem kleinen Frettchengesicht. Wobei der tatsächlich für mich überhaupt nicht reingepasst hat, diese Szene. Hätte man es danach weiterverfolgt, wäre es passender gewesen. Aber so ist es einfach mal, ja, er fragt mal einmal um Hilfe, danach ist er wieder ein Arschloch. Ja, wobei Hawkeye jetzt hier nicht ganz so professionell, es soll ja eigentlich so wirken, aber er wechselt seine blutigen Handschuhe nicht, bevor er in den neuen Patienten geht. Das machen die aber ganz oft nicht in der Serie. Wenn man drauf achtet, fällt einem das echt unangenehm auf. Ja, so, aber das machen sie ganz oft rot, nicht. Hallo? Nicht alle. Ja, aber das ist eine spätere Folge. Was ich in der Szene sehr schön finde, also in der Abschlussszene, ist, dass Hawkeye das dann auch nicht zum Anlass nimmt, sich irgendwie lustig zu machen oder sowas, sondern ihm quasi noch den Respekt erweist, indem er halt nicht sagt, ja, dann mach mal, Frank, sondern jetzt geht's los, Doktor. Mhm. Genau. Aber wenn du da mal genau hinguckst, ist in der letzten Szene, wenn du so auf Hawkeye gezeigt wird, siehst du, wie sich der Mundschutz bewegt. Also er scheint da ein dickes Grinsen im Gesicht zu haben. Ja, er muss ja auch noch einen kleinen Spruch, drückt er ja noch, jedenfalls im Deutschen. Da sagt ihm auch, wir können uns auch das Honorar teilen. Ja, wir split the fees, ja. Aber da ist dann auch Frank tatsächlich auch mal human. Er schluckt es runter, sagt so, ja, okay. Haben wir noch was? Glaub nicht. Nö, eigentlich nicht. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Wollen wir mal umgekehrt bewerten, damit ich nicht wieder irgendjemandem das Bewertungssystem wegnehme. Michael, für dich, wir bewerten am Ende immer die Folge. Und zwar, ich sag mal so, das Standard-Bewertungssystem ist so 7 von 10 Hubschraubern oder 3 von 5 verwundeten GIs oder so. Und 3 von 5 verwundeten GIs, ist auch gut. Genau, und ja, wir denken uns da immer spontan was aus, so gut wie das funktioniert. Von daher hätte ich gesagt, wir gehen mal ausnahmsweise nicht von oben nach unten durch den Chat, sondern von unten nach oben. Gut, dann fange ich an und ich mag die Folge, also ich hat mir echt Spaß gemacht. Ich gebe ganz locker mal 7 von 10 Stöckelschuhen. Ja, das geht mir im Prinzip genauso. Also ich finde die Folge du hast eben gesagt, eigentlich tauglich für einen Pilotfilm. Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich würde dir mal, sagen wir mal, 9 von 10 blutigen Chirurgenhandschuhen geben. Ja, also ich fand sie vom Humor gut. Tiefe war in
Ordnung, ich gebe 7 von 10 haarigen Schenkeln. Okay, ich würde 6 von 10 kurzen Röckchen geben. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass wir hier das erste Mal Klinger haben und ein paar sehr schöne Sprüche drin sind. Ansonsten, die Slapstick-Elemente sind mir eigentlich meistens nicht so recht, aber hier passen sie ganz schön rein. Auch ich mag die Folge sehr gerne und quasi gebe einen extra Punkt für Klinger und schließe dann mit 4 von 5 $35.000 Autos. Aber bevor wir Schluss machen, habe ich noch eine Frage. Habt ihr denn den Gaststar, also außer Klinger, erkannt, den General? Nee. Der kam mir vage bekannt vor, aber das war es dann auch leider. Das ist Sorrel Bookie oder Bookie, ja, irgendwie so ähnlich. Das ist Boss Hogg aus The Dukes of Hazzard. Ein Duke kommt selten allein. Echt? Ja. Ja, gut, wäre ich ums Verrecken nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Ewig nicht mehr gesehen, aber... Ja, ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen. Also ich kann mich auch an den Namen bewusst nicht erinnern. Ja, aber gut, ich glaube, das ist uns ja schon so gegangen und das wird uns auch öfter mal so gehen, dass wir also die Gaststars da teilweise so überhaupt nicht erkennen. Ja, und ein paar sind unverkennbar. Da kommen, glaube ich, auch noch in der ersten Staffel. Ja, gut, das ist auch wieder wahr. Ich sage nur Leslie Nielsen. Ja, das stimmt. Ja. Sehr schön. Wenn dann niemand mehr was hat, sagt er in fragendem Tonfall, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge Mesh unterm Messer. Tschüss. Bis dann. Tschüss.